Hallo, hier ist Horst Kloiser von Kalnit Talk. Heute Abend ist die letzte Ausgabe vor der Sommerpause, aber natürlich machen wir danach weiter. Und irgendwie prägt das Datum, der 8. Mai, schon ein bisschen auch die heutige Veranstaltung. Deswegen freue ich mich auf zwei Gäste, die das Ende des Zweiten Weltkrieges hier in Remscheid erlebt haben. Heute vor 70 Jahren. Sehr persönliche, natürlich nicht nur erfreuliche Erlebnisse. Sie haben auch zum Teil die Bombennacht auf Remscheid 1943 erlebt. Naja, und dann kommt auch der Oberbürgermeister einer jüngeren Stadt, ein Mann, der seit einem Jahr im Amt ist, Burkhard Mast-Weiß, kein Remscheider, wohnt auch noch in Wuppertal. Also da muss er ein bisschen was erzählen, warum er nicht nach Remscheid gezogen ist. Und Ulrich Heldmann kommt. Er ist der einzige Sternekoch der Stadt und das schon seit etlichen Jahren, kocht in der Concordia in seinem eigenen Restaurant und ist sicherlich einer der Top-Köche in Nordrhein-Westfalen. Und dann freue ich mich auch noch auf Hanna Ludwig. Hanna Ludwig ist Ärztin am Remscheider Sana-Klinikum, gehört ja auch zu den Sponsoren unserer Talkshow und sie ist Palliativmedizinerin. Das heißt, sie hilft Menschen in sehr, sehr schweren Krankheitsphasen, manchmal ist es die letzte ihres Lebens, zumindest kann sie Leiden lindern. Auch wenn sie vielleicht die Krankheit nicht mehr heilen kann und Schmerztherapeutin auch. Und die Musik ist was ganz Besonderes heute. Das ist nämlich Mercy Street, eine Band aus Köln, die sich ausschließlich auf die Songs von Peter Gabriel spezialisiert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen das auch Spaß macht. Schön, dass Sie dabei sind. Viel Spaß. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Die letzte Ausgabe vor der Sommerpause von Kalnit Talk. Wir machen weiter auch in der nächsten Saison. Und ich freue mich auch sehr, dass Sie heute Abend gekommen sind, denn heute Abend hätte man beispielsweise auch nach Lennep gehen können. Da gibt es eine große Oldtimer-Parade. Aber ich habe gesagt, spielt keine Rolle, Oldtimer haben wir ja selbst. Wir haben nur weniges verhaltenes Lachen, vermerkt das Protokoll an dieser Stelle. Heute ist ein ziemlich besonderer Tag. Ich weiß nicht, wie Sie das empfunden haben. Ich bin nun einer derjenigen, die es nicht selbst erlebt haben, aber vor 70 Jahren hat der Zweite Weltkrieg geendet, jedenfalls mit der Kapitulation. Und in anderen Teilen der Welt ging es ja noch ein bisschen weiter. Und ich habe auch mir heute Morgen die Feierstunde im Deutschen Bundestag angeguckt. Ich finde, das ist schon das prägende Ereignis, historische Ereignis in der Geschichte, ja, der überschaubaren Geschichte der letzten 100 Jahre für unser Land gewesen. Und es hat auch sehr, sehr viel mit Remscheid gemacht. Etliche von Ihnen können sich bestimmt noch, wenn sie nicht selbst sogar den Krieg erlebt haben, daran erinnern, wie Remscheid aussah. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe in Trümmergrundstücken gespielt, da wo jetzt das Allee Center ist. Das nannten wir Büschchen und nicht nur, weil es ein Busch war, sondern weil da auch die Firma Busch war. Und es war herrlich, als Junge in den Kellern zu spielen und dann mit aufgeschlagenen Knien nach Hause zu kommen. In den alten Bäumen haben wir Baumhäuser gebaut und ich war irgendwann mal stolz, in so einem Mauererker sogar eine Gasmaske gefunden zu haben. Das fand mein Vater überhaupt nicht komisch, weil sich bei ihm ganz andere Erinnerungen damit verbanden. Und deswegen wollen wir heute Abend auch so ein ganz klein bisschen das tangieren. Und ich denke, das wird vielleicht in der Stimmung eine etwas andere Ausgabe von Kalnit Talk sein als sonst, aber ich glaube, Sie ziehen mit, ich kenne Sie ja schon und Sie kennen mich ja auch ein bisschen. Ich denke, dass diese Gäste ganz toll sind. Der Herr Innenminister konnte nicht kommen, der hat kurzfristig abgesagt, ich habe für sowas immer Ersatz in der Tasche. Ne, ich habe nicht den Oberbürgermeister in der Tasche, nicht, dass Sie das glauben. Aber der Oberbürgermeister hat gesagt, ich komme, das finde ich nett und er ist tatsächlich gekommen. Und insofern freue ich mich, Burkhard Mast-Weiß, ich hole mal erstmal meine Gäste auf die Bühne. Bitte schön. Einmal, wir kommen gleich noch richtig, aber erstmal ist er da. Dann habe ich Ihnen gesagt, dass ich auch einladen wollte, Zeitzeugen, nimm ruhig schon mal Platz, wie du möchtest, Zeitzeugen einzuladen, die den Zweiten Weltkrieg in Remscheid erlebt haben, aber vor allen Dingen das Ende, heute vor genau 70 Jahren, Frau Schlicht und Herr Kadereit, wenn ich Sie auch ganz kurz bitten dürfte. Wir machen nämlich immer so ein kleines Gruppenfoto. Die müssten eigentlich genauso Applaus kriegen wie der Oberbürgermeister, finde ich. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Frau Schlicht, jetzt ist noch Platz auf dem Sofa. Insofern geht's. Wer in den letzten 30, 40 Jahren hier häufiger ins Theater gekommen ist, hat gesagt, das Gesicht kenne ich doch. Ja, die Frau Schlicht hat hier viele, viele Jahre an der Theaterkasse gearbeitet. So, und dann habe ich noch mal jemand eingeladen vom Sana-Klinikum in unserer Stadt. Und zwar zu einem Thema, was
ich will nicht sagen am Rande liegt, aber eines, was nicht zu den populären gehört wie Chirurgie und Orthopädie oder HNO, sondern die Palliativ- und Schmerztherapie. Und deswegen habe ich Hanna Ludwig eingeladen und sie ist gerne gekommen, Frau Ludwig. Und last but not least, freue ich mich, den einzigen Remscheider Sternekoch, überhaupt einen von den wenigen Sterneköchen, die es hier in der Gegend gibt, gewonnen zu haben. Eigentlich stünde er jetzt am Herd und würde Kartoffelpüree stampfen. Aber in Wirklichkeit ist er jetzt hier, Ulrich Heldmann, aus dem eigenen Restaurant in der Concordia. So, bitteschön. Hocken Sie sich noch auf die Seite. Das gibt jetzt wie üblich das Gruppenfoto. Mai König ist da, unser Haus- und Hoffotograf. Darüber freue ich mich sehr. Und das finde ich immer ganz toll. Dadurch haben wir nämlich die schönen Fotos. Bist du damit zufrieden oder hättest du uns lieber anders? Wer ich? Breiter machen. Ich breiter machen, yes. Ja. Ja, so ist er da. Okay, machen wir es so. Sehr schön. Wunderbar. Okay. Ja, jetzt das gibt mir natürlich die Gelegenheit, Ihnen ganz kurz zu erklären, wer diese Talkshow eigentlich immer wieder möglich macht. Das ist Max Böhmer, die Werbeagentur, die uns hilft bei der Gestaltung der Werbung und der Plakate, wenn es die manchmal gibt. Manchmal brauchen wir die ja gar nicht. Dann ist es die Firma Weiland, hier in Remscheid wohl bekannt, das Sana-Klinikum eben schon erwähnt, die Volksbank Solingen-Remscheid, Mai König ist immer dabei und all das wäre gar nichts, wenn ich die tollen Leute hier vom Theo Otto Theater mitzögen. Insofern. So, jetzt darf sie. Alle auf den Fotografen gucken. Und in diesem Fall auf den Weißen. Noch strahlen. Prima. Dankeschön, Mike. So, jetzt entlasse ich die Damen und Herren gerne wieder. Und vielleicht haben wir sogar noch einen Titel Musik, bevor wir dann anfangen mit unserem Abendprogramm. Jetzt erkenne ich Sie auch, Herr Heldmann. Eben waren Sie ohne weiße Jacke da. Das ist ja unglaublich. So, habt ihr noch einen Titel für uns? Einen kleinen? Oder, ja, ihr habt das Programm nicht gelesen. Wir können auch gleich anfangen. Wer ist euch lieber, wenn wir gleich anfangen? Machen wir das. Okay, dann, Frau Ludwig, ich bitte um Entschuldigung. Jetzt haben Sie zweimal den Weg gemacht, aber Mediziner werden mir sicher bestätigen, jetzt habe ich nur kein Mikrofon, das ist wunderbar, da ist es dann. Prima, herzlich willkommen nochmal. So, das ist für Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Wir sollten vielleicht mit der Begriffserklärung beginnen. Palliativmedizin kannte man so vor 20 Jahren gar nicht, wahrscheinlich Sie schon, aber so die allgemeine Bevölkerung wusste da nicht so richtig viel mit anzufangen. Woher kommt der Ausdruck? Der Ausdruck ist sozusagen ein bisschen erfunden worden und Pallium wird erklärt als der Mantel beschützend, also ich sage manchmal St. Martin Medizin, beschützende Medizin. Ach so, das ist jetzt kein biologisch-chemischer Begriff, sondern er ist eher das Menschliche. Das heißt, wir nähern uns gleich schon mit dem Begriff einer Sache, die über sagen wir mal, Tabletten geben oder Spritzen geben hinausgeht. Ein bisschen jein. Also wenn ich ganz tief nach hinten gucke, dann ist Pallium auch ein Stückchen vom Gehirn, nämlich von der Gehirnrinde. Mhm. Aber das passt nicht so ganz. Also die Idee ist mehr, dass es dieses ummantelnde, beschützende ist. Eine Geborgenheit auch zu geben. Ja, so die Richtung. Und Schmerztherapeutin sind Sie auch? Ja. Sie und Ihr Kollege Herr Dr. Juncker haben das ja in vielen Jahren hier aufgebaut. Das ist ja mittlerweile ein richtiges, wichtiges Standbein im Sana-Klinikum geworden. Das ist es. Leider nicht finanziell. Das lassen wir jetzt mal aus. Aber von der Bedeutung her. Aber von der Bedeutung her finde ich schon, dass wir in 10 Jahren so ein kleiner Keim des Nachdenkens geworden sind. Weil ich finde, diese Medizin, so wie ich sie kennengelernt habe, ist eine bedenkende Medizin. Mhm. Ich kann eigentlich ziemlich viel machen. Ich bin gelernte Narkoseärztin, ich kann Intensivmedizin. Also wenn ich wollte, könnte ich alles Mögliche mit den Patienten machen. Aber das, was ich gelernt habe, und eben auch noch nicht 20 Jahre, sondern mehr so seit 2002, ist einen Schritt zurückzugehen, nochmal zu gucken, wie ist eigentlich die Lage, wo sind Vorteile, wo sind Nachteile, was tut jetzt gut für den Patienten, was tut gut für die Familie.
Und dann erst loszulegen. Wer sind denn Ihre Patienten? Also wir kennen natürlich, Sie haben es ja gerade selbst erwähnt, die Anästhesie, die Narkoseärzte, die beispielsweise vor einer Operation uns in einen Schlaf versetzen und mit etwas Glück wacht man nachher sogar wieder auf und dann hat man dann einen Blinddarm weniger oder so. Also das kennt man allgemein, aber Sie machen das auch ohne dass es unbedingt vorher eine Operation gegeben haben muss. Das heißt, Sie behandeln, bleiben wir vielleicht bei der Schmerztherapie zunächst, Sie behandeln einen Schmerz, der einfach einen Menschen quält. Beim Schmerz ist es egal, welcher Schmerz. Sie können mit allen Schmerzproblemen zu uns kommen. Ob wir dann alle Schmerzen heilen können, das ist die andere Frage. Aber wenn wir rein auf die Schmerztherapie gucken, dann können Sie mit Kopf, Zahn, Augen, Haarspitzenweh, allem kommen. Also das ist nicht das Problem. Wenn man das jetzt auf die Schwerkranken bezieht, dann ist der Schmerz schon ein bisschen oder wesentlich weiter zu fassen. Und Sie haben ja auch gefragt, wer kommt, oder besser gesagt, wer sind die Patienten? Die Definition der WHO heißt ganz einfach Schwerkranke, deren Leiden fortschreitet und das Leiden ist kaum noch aufzuhalten oder besser gesagt, nicht mehr aufzuhalten. Und das kann eine Herzkrankheit sein, die nicht mehr zu bessern ist. Das kann ein Asthma sein, was nicht mehr zu bessern ist. Und das kann genauso gut eine Krebskrankheit sein. Das kann eine Nervenkrankheit sein. Das ist egal. Ist das, kann man sagen, der Mensch ist dann austherapiert, wenn er zu Ihnen kommt? Also die Medizin kann ihm praktisch auf dem Weg der Heilung nicht mehr viele bieten. Ja, genau. So, also die Medizin sagt dann, wir können dich nicht mehr wiederherstellen, wir können dich vielleicht noch ein bisschen stabil halten, aber es wird so sein, dass es schlechter wird. Diese Leute darf man dann eben wegen begrenzter Lebenserwartung palliativ nennen, aber die können trotzdem noch viele Jahre leben. Also wir begleiten manchmal Menschen sehr lange. Gehen wir noch mal ein Stück zurück. Schmerz hat jeder von uns erlebt, auch als Kind schon, da kommt ja die berühmte Herdplatte, auf die man packt und was weiß ich nicht alles. Schmerz ist einerseits ja feststellbar, andererseits ist es auch eine sehr subjektive Empfindung. Irgendwo dämmert mir im Kopf, was die Natur macht, hat immer einen Sinn. Warum gibt es den Schmerz? Hätte die Natur nicht auch einfach sagen können, okay, gibt gewisse Krankheiten, aber gut, einen Schmerz hat man nicht. Also ich weiß, dass es jetzt sehr banal klingt, aber es gibt doch wahrscheinlich auch einen Grund für Schmerz, oder? Naja, Sie wollen ja schon, dass der Elefant von Ihrem Fuß weggeht, wenn er da drauf steht. Ja. Das macht ja Sinn, weil Sie wollen Ihren Fuß weiter haben. Richtig. Also Schmerz ist erstmal ganz einfach ein Alarmmelder. Ganz einfach ein Alarmmelder. Hier ist mein Körper, hier ist eine Grenze, der Körper soll heil bleiben, jemand ist eingedrungen, Alarm. Punkt. Das heißt, ich habe die Hand im kochenden Wasser. Wenn ich jetzt keinen Schmerz empfände, sähe die nachher komisch aus. Das ist ganz schlimm. Es gibt so ein paar ganz wenige arme Menschen, die haben keine Schmerzempfindung und die leben mit permanenten Verletzungen. Ach, weil die das nicht merken, auch beim Tomatenschneiden. Das ist, die hat aber viel roten Saft, sagen die dann. Ja. Naja, also gut, wir wollen nicht damit spaßen. Das ist dann ein eigenes Krankheitsbild wahrscheinlich sogar. Menschen, die keinen haben die überhaupt gar keinen Schmerzempfinden? Gibt es sowas? Es gibt welche, die haben offenbar gar keinen. Ich habe noch nie so jemanden kennengelernt, aber das ist eine Störung im Nervensystem. Und die ist nicht nur willkommen offensichtlich, weil man sich Verletzungen zuzieht. Nein, Sie merken ja auch nicht, wenn Sie einen entzündeten Hals haben. Der tut ja nicht weh. Also merken Sie gar nicht, dass Sie zum Beispiel auf eine schwere Mandelentzündung losgehen, dass Ihr Blinddarm durchbricht. Wenn ich also Schmerzen habe, bin ich gewarnt, pass auf, tu das nicht, halte dich davon zurück. Also das Kind lernt das mehr oder weniger intuitiv. Später gibt es dann Schmerzen, dann ist das Warnsignal nicht die Hand auf die Herdplatte, sondern zum Onkel Doktor gehen. Aber der Schmerz kann so überwältigend sein, dass er das ganze Leben umfasst, dass man nicht denken kann, dass man sich nicht bewegen mag, dass man keine Freude mehr hat, am Leben teilzunehmen. Ja. Das ist dann, sagen wir mal, das ist eine Entwicklung. Sie wissen das ja alle. Wenn Sie mal einen Moment Kopfschmerz haben, damit kommt man zurecht. Wenn man dann nicht gerade auf Volldampf arbeiten muss, schaltet man ein bisschen zurück und wird ein bisschen langsamer und erholt sich wieder. Wenn aber der Schmerz dauernd bleibt, dann ist es ja so, dass ich auch mit meinen, sagen wir mal, alltäglichen Dingen schlechter zurechtkomme, dass ich merke, dass ich nicht mehr so gut funktioniere, ich esse und trinke schlechter, ich kümmere mich weniger um mich und irgendwann kann es dann sein, dass sich der Schmerz praktisch verselbstständigt hat. Ich bin am Anfang einfach nur beeinträchtigt und später ist es so, dass
es praktisch eine eigene Krankheit geworden ist. Vielleicht tut mein Knie gar nicht mehr so weh, aber ich bin durch alle anderen Einschränkungen schon richtig eingesteift und eingefroren. Mhm. Können Sie grundsätzlich jeden Schmerz lindern oder vielleicht sogar ganz wegbekommen? Nein. Es heißt zwar inzwischen, und es ist ein hoher Anspruch, auch im Krankenhaus zu sagen, dies ist ein schmerzfreies Krankenhaus, aber das klappt nicht. Das geht nicht. Das wäre gelogen. Mhm. Es ist so, dass wir bestimmte Schmerzen gut lindern können. Es gibt Schmerzen, die sind sehr, sehr schwierig zu behandeln. Zum Beispiel gibt es Nervenschmerzen, die so als einschießender, wüster Gesichtsschmerz kommen oder Schmerzen nach Gürtelrose. Da kann es sein, dass die Leute über Monate, Jahre und vielleicht auch lebenslang Schmerzen haben. Und das, was wir dann tun können, ist zu versuchen, sie zu kleinen Indianern zu machen, dass sie mit den Schmerzen leben. Also dieses "ein Indianer kennt keinen Schmerz" hat ja ein bisschen den Hintergrund zu sagen, ein Indianer kommt mit dem Schmerz zurecht. Kann man das lernen? Das kann man lernen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Frau Schlicht fragen würden, die ist ja ein bisschen schlecht aufgestanden, ein bisschen schlecht die Treppe runtergegangen. Mhm. Die hat mit Sicherheit jetzt mehr Schmerzen, als sie früher in ihrem Leben so immer gedacht hat, dass sie damit durch die Gegend läuft. Aber wenn man das lange hat, gibt es so eine Gewöhnung. Zwei neue Knie bekommen. Nein, so war es nicht gemeint. Ich wollte auch nicht Ihre Geschichte erzählen in dem Sinne, aber sagen wir mal so, wenn man lange mit Schmerzen zu tun hat und dadurch behindert wird, dann ist es nachher so, dass viele sagen können, also weißt du, das, was ich jetzt mitgemacht habe, deswegen hätte ich früher gehumpelt. Jetzt sage ich, naja, ich stehe auf und gehe ein bisschen langsamer. Mhm. Also man kann sich schon an eine Menge Schmerz gewöhnen, weil das Gehirn, wie beim Ohrgeräusch, sich so ein bisschen runterregeln kann. Das oder wegblendet quasi, in gewisser Weise. Genau so. Also man kann Schmerz durch eigene Gehirnarbeit auch durchaus übertönen. Könnte auch zum Beispiel, fällt mir ein, meditative Techniken helfen? Absolut. Oder Yoga, Entspannungsübung, was weiß ich. Ja, das wissen ja eigentlich alle, die Schmerzen haben. Es gibt Momente, wo man sich gut ablenken kann. Wenn Sie Kopfschmerzen haben, dann gehen Sie vielleicht auch hin und machen jetzt gerade nicht Bildschirmarbeit, sondern Sie setzen sich in Ruhe hin und gucken aus dem Fenster raus. So, das. Und dann sehe ich schon. Dann die Flaschen von gestern. Ja, klar. Nein, aber also man kann eine ganze, ganze Menge lernen. Unser Gehirn ist unwahrscheinlich fähig, bestimmte Dinge zu bearbeiten und zu unterdrücken. Nur das Dumme ist, wenn wir gerade mitten in den Schmerzen sind, dann fällt das schwer. Also wenn Ihnen jemand erzählt, du hast Kopfschmerzen, na dann üb doch mal zum Beispiel autogenes Training. Da sagt man sich ja, die Hand ist ganz schwer, die Hand ist ganz warm, meine Beine sind schwer und warm. Und dann sagt der kleine Mann im Ohr immer, ja, ist schön, aber tut trotzdem weh. Genau, so. Mhm. Dann muss man ein bisschen Umweg machen, vielleicht eine Zeit lang Medikamente nehmen, die einen zugegebenermaßen müde machen und. Aber die Medikamente sind manchmal die Krücke, mit der man wieder gehen lernen kann. Mhm. Wir sind jetzt noch im Bereich der im Grunde normalen, sage ich mal, Schmerzbehandlung. Wenn der Schmerz unerträglich wird, vielleicht nach einer fortgeschrittenen Krebserkrankung, dann kommt der Schritt zur Palliativmedizin. Spätestens, ja. Also gar kein Schnitt irgendwo, sondern das ist ein fließender Übergang, dass Sie noch ganz andere Techniken anwenden, denn Palliativmedizin ist sehr viel umfassender, ganzheitlicher, nicht wahr? Ja, so das mit dem spätestens dann war jetzt so ein bisschen gemeint, oft ist es ja so, dass der Hausarzt auch schon mal ein Schmerzmittel verschrieben hat oder so. Das ist ja meist nicht mit einem Schlag, dass bei einer schweren Krankheit die Schmerzen unendlich groß werden, sondern das schleicht sich ja so langsam an mit dem Fortschreiten der Erkrankung. Mhm. Und dann ist es eben die Frage, wenn der Mensch nur in Anführungszeichen so ein bisschen behindert ist im Bewegen und im Gehen und Stehen, dann reichen vielleicht Schmerzmittel und er lebt noch sein normales Leben weiter. Und dann kommen irgendwann die Momente, wo man feststellt, ich kann gar nicht mehr weit gehen, ich kann meine Arbeit nicht mehr machen. Dann kommt irgendwann auch der Punkt, wo man anfängt, darüber nachzudenken, wie das Ende sein wird. Das heißt, das Gehirn ist nicht mehr ausgeschaltet, man liegt abends da und denkt sich, wenn es jetzt schon so schlimm ist, wie geht es denn dann weiter? Und da kann man dann mit einer bedenkenden, beschützenden Art von Medizin den Menschen helfen. Also das heißt,
das, was früher ein Hausarzt, wenn er Zeit hatte, gemacht hat, der hat halt gefragt, wie geht's dem Mann, was machst du denn zu Hause, wie geht's dir, wenn du einschläfst, können wir da was ändern? Also das, sie tasten auch das Umfeld so ein bisschen ab, die Menschen, mit denen man umgeht, wie man wohnt, wie man lebt. Das ist der Anspruch. Das ist der Anspruch und sagen wir mal, das ist schon das, was bei uns sehr ausgeprägt betrieben wird, zu gucken, was ist drumherum. Also welche Menschen sind da, die helfen können, aber welche sind auch besonders belastet. Ihnen wird es nicht gut gehen, wenn neben Ihnen eine Frau sitzt und dauernd weint. Mhm. Das heißt, wir müssen auch der Frau helfen. Denn sonst sitzen sie zu Hause alle beide und es geht ihnen schlecht. Kommt in die Traurigkeitsspirale quasi. Genau. Ausdruck habe ich gerade erfunden. Ja, nicht völlig daneben. Ja, warten Sie mal, wo gab es das? Egal. Also es gibt so eine miese Spirale. Und wenn Sie dann noch überlegen, Sie kommen zum Beispiel in finanzielle Schwierigkeiten, allein schon Zuzahlungen für Tabletten, Zuzahlungen für Behandlungen, ich sag mal Zuzahlungen für Windeln, Zuzahlungen für den Pflegedienst, mehr Fahrten, da kann man schon mal in Schleudern kommen. Das heißt, auch die Geldkomponente ist eine wichtige. Mhm. Und dann kommt natürlich noch diese Frage, die sich möglicherweise Jesus am Kreuze gestellt hat, oh mein Gott, warum ich, warum hast du mich verlassen? Mhm. Und dann kann man auch versuchen, an diese Fragen ranzugehen. Und manchmal ist das ganz wichtig, dass man in der Krankheit solche Fragen anspricht. Das heißt, Sie gehen weit über das rein Medizinische hinaus in das Psychologische und jetzt sind wir ja fast schon an der Schnittgrenze zum Theologischen gelandet. Die Palliativmedizin bietet verschiedene Wege an, und das muss wahrscheinlich auch sehr individuell sein. Jeder reagiert mutmaßlich auf eine ganz andere, ich will nicht sagen Ablenkung, auf eine andere Möglichkeit, mit dem Schmerz fertig zu werden. Stimmt, wobei Wege ist vielleicht irgendwie nicht der richtige Ausdruck, sondern eine der Spezialitäten dieser Form der Medizin ist, dass es nicht nur einer macht. Ich kann nicht die Frage beantworten, warum hat mich Gott verlassen? Und ich kann auch nicht gut die Frage beantworten, wo kriege ich mehr Geld her? Sondern das Besondere an der Palliativmedizin, wenn Sie es ganz, sagen wir mal, in der vollen Ausprägung haben, dann haben Sie einen Theologen mit dabei, haben wir. Dann haben Sie Helfer von der Hospizgruppe mit dabei, dann haben Sie eine Sozialarbeiterin dabei, Sie haben möglichst jemanden, der sich mit Psycho auskennt, egal welche Ausbildung der hat, mhm. Sie haben Schmerztherapeuten, Sie haben Pflegepersonal, was sich so ein bisschen speziell weitergebildet hat. Das sind lauter verschiedene Leute und die Kranken können ja auch nicht nur mit mir. Es gibt welche, die sprechen mit den anderen und nicht mit mir. Das klingt toll. Gibt es so viele Leute, die sich um so viele Patienten kümmern können? Ich meine, das klingt leider auch furchtbar teuer. Ja, deswegen sage ich ja, also so richtig Geld bringen wir nicht rein. Aber es ist so, wenn man das in dieser Ausprägung machen darf, dann geben die Krankenkassen auch einen besonderen Satz dazu. Dafür müssen wir aber dann auch viel, sage ich mal, vorweisen, das heißt, wir ertrinken manchmal in dem Dokumentieren, denn wir werden überprüft, also wir können nicht sagen, wir machen das alles toll, sondern wir müssen das schriftlich nachweisen. Es wird geguckt, ob wir einen Psychologen haben, wenn ja, mit wie vielen Stunden, ob wir Sozialarbeiter am Haus haben und. Also wir werden richtig überprüft. Mhm. Sprechen wir denn in der Hauptsache bei Ihren Patienten von Leuten in der letzten Lebensphase oder können das auch vorübergehende Sachen sein? Gibt es auch Leute, die vielleicht nach einem halben Jahr Behandlung fröhlich hüpfend wieder aus der Klinik laufen? Eigentlich nein, weil dann wären das ja, also die richtig fröhlich rauslaufen, das wären ja die geheilt wären. Aber die haben trotzdem sehr große Schmerzen gehabt zu einer Zeit. Okay, beim Schmerz gerne. Aha, aber nicht in der Palliativ. Palliativmedizin, okay. Das sind schon Leute, das ist einfach per Definition so, dass wir nur die behandeln dürfen, die sicher eine fortschreitende Erkrankung haben. Mhm. Wenn das nicht so ist, dann heißt es, naja, ihr habt eine Lungenentzündung behandelt bei einem, der ein bisschen krank drumherum war. Das gilt nicht, obwohl natürlich auch eine Lungenentzündung oder ein schwerer Schlaganfall gewaltige Probleme bereiten kann. Mhm. Ne? Sie haben eben im Stichwort gesagt, mit der Hospizgruppe arbeiten Sie. Wo unterscheidet sich denn Ihre Form der Behandlung von beispielsweise einem Aufenthalt in einem Hospiz? Noch haben wir ja keins in Remscheid, aber viele tolle Menschen versuchen daran zu arbeiten. Zwei Drittel haben wir zusammen, ja. Mhm.
Ganz einfach, ein Hospiz ist ein Pflegeheim. Ein Pflegeheim, ein spezialisiertes Pflegeheim. Das heißt, Sie kommen dahin, wenn ein Arzt unterschreibt, Sie haben maximal 6 Monate zu leben. Nach 6 Monaten fliegt man möglicherweise wieder raus. Dann zahlen die Kassen nicht. Also es ist ein spezialisiertes Pflegeheim mit spezialisiertem Personal und auch Zugang zu Psychologen und Kunsttherapeuten, aber nicht mit dauernd anwesendem Arzt, sondern da ist es wie im Pflegeheim, der Arzt kommt, wenn er gerufen wird. Wie sind die Patienten bei Ihnen? Und sind das normale Krankenzimmer oder ist das eine Art Wohnsituation, die Sie anbieten können? Das wäre schön. Nein, wir sind eine kleine Station mit Blick aufs Parkhaus und wir haben exakt 6 Betten für unsere Schmerzpatienten in 2 Bettzimmern und wir haben 6 Betten für die Palliativpatienten. Wir sind ein kleiner Flur, wir haben einen Aufenthaltsraum für die einen Patienten, wir haben keine besonders tollen Sitzgruppen. Mhm. Nein, baulich sind wir nichts Besonderes, aber personell sind wir ziemlich gut aufgestellt. Würde denn sowas baulich Anheimelndes die Sache noch befördern, die Sie machen? Wünscht ihr was? Oder nein, ich frage einfach nur, weil ich mir das eben nicht aus eigener Anschauung vorstelle, weil Sie sagen, das ist ja mehr als nur die reine Schmerzbehandlung. Dann könnte ich mir vorstellen, wenn die Umgebung gut ist, ist das vielleicht auch was Entspannendes für den Patienten. Na klar. Also Verbesserungsideen hätten wir schon. Wer unsere Station kennt, der weiß, dass es schon damit anfängt, dass wir keine Badezimmer oder Toiletten im Zimmer haben. Das heißt, unsere Patienten gehen vor die Tür und teilen sich mit 4 eine Toilette und eine Dusche. Das ist nicht gerade der nagelneueste Komfort, obwohl es der modernste Teil unseres Krankenhauses ist. Und was wir ganz, ganz gerne hätten, weil das stört viele nicht so. Da sagen viele gar nicht mal, das ist sehr schlimm. Aber was uns persönlich stört, ist, dass wir so wenig Einzelzimmer haben. Besser gesagt, wir haben gar keine auf unserer Station und müssen also immer ein Bett sperren, wenn in einem Zimmer ein Patient mit seiner Familie ganz ist. Mhm. Und das ist unglücklich. Also, kann ich mir denken. Ich habe gelesen und auch aus vielen Schilderungen erfahren, da wir ja nun alle irgendwann mal sterben müssen, das habe ich noch nicht gelesen, das wusste ich auch vorher, aber dass Menschen tatsächlich vor dem Tod als solchen weniger Angst haben als vor dem Leiden. Und damit meinen Sie wahrscheinlich in der Hauptsache den Schmerz vorher. Ist das für Sie auch einer der Motivgründe zu sagen, oh, da will ich ran? Das heißt, wir wissen irgendwann ab einem Punkt, wir haben eben von dem Austherapieren gesprochen, da ist medizinisch nichts mehr zu machen, nicht zu operieren, da gibt es auch keine tollen Chemotherapien und was weiß ich nicht. Ich kann dir nicht mehr helfen, sagt der Arzt. Aber ich kann dir helfen, dass wenn du deinen letzten Weg gehst, dass du zumindest nicht Schmerzen hast. Ja, also 100% keine Schmerzen nochmal, das stimmt so nicht, das kriegen wir nicht immer hin. Aber ich kann dir helfen, dass du nicht viel Schmerzen hast und ich kann dir helfen, dass du nicht mit Luftnot, mit Erstickungsgefühlen daliegst. Das kann ich so unterschreiben. Es ist so, dass wir hier in Deutschland nicht die Sterbespritze machen dürfen. Aber wie in Holland zum Beispiel. Holland, Belgien, solche Sachen. Was wir aber machen dürfen, wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn nur noch jemand da liegt und nicht mehr kann und es ist klar, er stirbt bald, sprich er stirbt in wenigen Tagen, dann dürften wir auch hingehen, zu den Schmerzmitteln noch Schlafmittel geben, sprich das Gehirn so weit ausschalten, dass das Gehirn sagt, ist mir egal, ich liege hier, ich bin ganz entspannt, es ist alles gut. Das dürfen wir, das nennt sich ja auf vornehm terminale Sedierung, also müde machen bis zur Entspannung. Und Punkt. Entspannung kann heißen auch das finale Einschlafen? Kann schon, aber kann ja auch heißen, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben gegen Schmerz und gegen Luftnot gekämpft wie verrückt und jetzt haben Sie endlich Medikamente und legen sich zurück und sagen, es ist nett, es ist gut, ich kann so liegen. Dann haben Sie ja wieder Kraft. Mhm. Also man hat manchmal den Eindruck, dass diese Entspannung die Kraft wieder so ein bisschen bringt. Mhm. Sie haben gerade die Beispiele Belgien, Holland angeführt, die wir zum Teil in der Zeitung verfolgen.
Wie sieht das eine Medizinerin, auch diese Diskussion? Würden Sie sich wünschen, dass wir da auch einen Schritt weiter gingen, oder finden Sie das, wie wir das in Deutschland handhaben, in Ordnung? Also ich kann Ihnen da ganz verschiedene Sachen sagen. Ich kann Ihnen sagen, als meine Mutter gestorben ist, war ich noch nicht in der Palliativmedizin, wusste zwar, welche Drogen man nimmt, aber ich habe mitgekriegt, dass sie über Luftnot geklagt hat und dass die Schwestern von der Station gesagt haben, naja, wir dürfen nicht mehr geben, das ist nicht gut. So, da habe ich wirklich gestanden und irgendwann gedacht, ich glaube, ich würde es gerne hier besser machen. Das andere ist aber, dass ich absolut dagegen bin, dass das in irgendeiner Weise freigegeben wird. Und ich glaube, es wird kein gutes Gesetz geben. In dem Moment, wo Sie sagen, egal mit wie vielen Bedingungen und einer prüft und einer guckt nochmal und es muss so und solche Checklisten, was immer Vorbedingungen haben, ich würde es nicht freigeben wollen. Das würde ich nicht. Es gibt auch in Holland Ärzte, die nicht glücklich sind mit dem ganzen Verfahren. Es gibt Ärzte, die Angst davor haben, die zwar sagen, ich habe es gemacht, aber jetzt werde ich überprüft von den eigenen Kollegen. Und es ist immer noch sehr schwammig. Und es gibt ganz, ganz miese Beispiele. Und die Frage ist, geht das weiter auf Behinderte? Wer wird dann am Ende, dann haben wir natürlich nicht, eine ganz andere Diskussion. Wir müssen unterscheiden, sagt einer, ich will selber sterben. Das ist die Frage, ob der Arzt dann helfen kann. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, zum Tode zu kommen ohne Arzt. Und dafür würde ich nicht arbeiten wollen. Das will ich nicht. Und die Sache bei Menschen, die sich nicht selber äußern können, das ist sowieso komplett brisant. Also da bin ich absolut dagegen. Ich finde es gut, Frau Ludwig, dass es Ärzte, Ärztinnen wie Sie gibt, auch in unserer Stadt. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass das Sana-Klinikum sich das bei uns auch eine solche Station leistet, sage ich mal. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre Arbeit und vielen, vielen Dank für den Besuch. Ich danke auch. Und überreichen Sie, ja, das ist auch schön dazu. Dankeschön. Herzlichen Dank. Sie hatten noch was. Ich habe noch was. Ich gebe zu, ich verabschiede mich furchtbar gerne mit einem Gedicht oder Ähnlichem. Tun Sie das. Soll ich Ihnen das Mikrofon halten? Nee, die Blümchen. Ach, die Blümchen halten. Oh gut, wunderbar. Ich habe nur was ganz Kurzes, weil ich weiß, dass es, also es sind 70 Jahre, ist in Deutschland kein Krieg gewesen, 54 Jahre habe ich in Frieden leben können und ich bin da sehr dankbar für. Und es gibt einen kleinen Spruch von einem Indianer, der sagt da etwas zu. Wenn du am Morgen aufstehst, dann sage Dank für das Morgenlicht. Sage Dank für deine Nahrung und die Freude, am Leben zu sein. Wenn du keinen Grund siehst, Dank zu sagen, liegt der Fehler bei dir. Alles Gute. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank, Bürgermeister. So, bitteschön. Ich danke dir. Burkhard Mast weiß. Ja, erstmal lieben Dank, dass du so spontan, du warst eigentlich später im Jahr dran, weil ich nämlich eigentlich das erste Jahr abwarte. Bin ich jetzt früh geboren oder zu früh geboren? Nee, ich wollte wissen, ob du das erste Jahr überlebst, aber dann haben wir es einen Monat vorgezogen. Es geht. Wann hast du angefangen? 23. Juni. 23. Juni, am 25. Mai war, glaube ich, die Wahl, oder wie war das? Ja, war die erste Runde, aber ach so, dann die hat ja noch nicht gereicht, dann haben wir am 15. Juni nochmal die Stichwahl gemacht. Verlängerung. Mit den Erfahrungen wie jetzt, würdest du nochmal in den Ring gehen? Ja. Wer hat da Nein gesagt? Ja, ich würde es nochmal machen, wobei ich nicht verhehlen kann, das war schon richtig, richtig anstrengend, weil das ist ja nichts, was man dann nur so, wo man sich mal fotografieren lässt. Also das jetzt, meinst du jetzt den Wahlkampf? Ja, den Wahlkampf. Mhm. Das Amt, ja. Jederzeit wieder. Ich finde es eine wunderschöne Aufgabe und es macht mir unheimliche Freude, dieser Stadt zu dienen. Du bist ja auch heute hier, das ist zwar schön, dass du hier bist, freue mich darüber, aber ein Freitagabend gehört normalerweise der Familie oder man macht irgendwas Schönes anderes, jetzt bist du auch hier, das ist ja auch für dich auch eine Art Dienst, von 40 Wochenstunden hast du wahrscheinlich lange nichts gehört, was ist die Freude? Ich mag diese Stadt,
Ich mag diese Menschen, ich glaube an das Potenzial und ich habe ganz viele tolle Begegnungen. Ich bin viel unterwegs. Ich sage immer, das Papier, das kann man am Wochenende machen, die Akten lesen und in der Woche ganz viel in Gesprächen. Und ich guck mal, ich bin jetzt 13, im 14. Jahr hier. Es sind bald, ja, bald. Vorher als Sozialdezernent. Vorher Sozialdezernent, Kämmerer, Stadtdirektor. Ich habe sogar mal ein bisschen Baudezernent gemacht. Also ich habe schon fast alles durch. Und ich arbeite einfach gerne. Meine Frau sagt, du bist verrückt. Ich sage, das mag sein, aber dann bin ich es eben auch gerne in der Arbeit. Und ich finde es einfach, diese Stadt hat es verdient. Und ich mag die Begegnung hier mit den Menschen. Ich glaube, der Bergische Schlacht, der gefällt mir. Obwohl du ein Ostwestfale bist. Ja, wir sind uns da ein bisschen ähnlich. Ich sage ja immer, das höchste Kompliment im Bergischen ist so, wenn das kommt, dann denke ich, dann sind sie lecker zufrieden. Also von daher, und der Ostwestfale, von dem sagt man, der geht ja zum Lachen im Keller. Mir hat man ja vorgeworfen, ich hätte mich beim Karneval verdrückt. Ich war dienstlich in der Türkei, rein zufälligerweise in der Karnevalszeit. Also das passt schon ganz gut mit Ostwestfalen und Remscheid. Ja, ja. Und du bist ein Segler. Ich bin Segler. Ich habe, als unsere Eltern meinten, alleine fahren seid ihr zu klein, zum am Strand liegen seid ihr zu groß, haben sie mit uns einen Segelkurs gemacht. Das ist bei mir und zwei meiner Brüder hängen geblieben. Der eine hatte dann eine Segelschule, ist über den Teich gesegelt. Der andere hat Segelmacher gelernt und hat dort viele Jahre gearbeitet. Ich bin so der Genusssegler. Freund Rudi hatte ein Schiff, hat es jetzt kürzlich verkauft und wir haben dann Touren gemacht. Danzig, Stockholm, Jersey, einfach herrlich, 2 Wochen, Nordsee, Ostsee. Kommst du dieses Jahr auch dazu? Nee, dieses Jahr mache ich seit vielen Jahren wieder mit meiner Frau zusammen Urlaub. Schiffchen weg, dann haben Bärbel und ich uns angeguckt. Und nu, dann gesagt, dann lass uns mal was probieren. Wir machen gemeinsam Urlaub, da freue ich mich drauf. Aber wir fahren nicht ans Wasser, sondern in die Berge, damit ich nicht ans Segeln denke. Das ist gut. Jetzt kommen wir mal auf unsere Stadt zu sprechen, die wir unterschiedlich erleben, du in Amt und Würden, ich als Bürger, und ich bin ja gerne wieder hierhin zurückgezogen. Es ist manchmal so, dass man denkt, die Stadt könnte mehr aus sich machen. Wir genießen die Stadt, es ist eine friedliche Stadt, wir haben ja auch hier schon Polizisten gehabt, die gesagt haben, ihr könnt eigentlich ganz froh sein, in der Hinsicht ist das alles in Ordnung. Die Arbeitslosenzahl ist gesunken in den letzten Jahren und wer hier lebt, weiß zumindest, dass er eine intakte Natur um sich herum hat. Trotzdem, irgendwo denkt man immer, das kleine Stückchen fehlt. Ich glaube, wir haben uns in den letzten 20 Jahren... Da war es, ja. Ich habe es schon wieder gehört. Ich glaube, wir haben uns in den letzten 20 Jahren viel zu sehr mit unseren Sorgen beschäftigt. Also die Remscheidung. Es hat ja nur noch genügend Sorgen gegeben. Es hat Pleiten, Pech und Pannen gegeben. Übrigens, das gibt es in anderen Städten genauso wie bei uns. Aber irgendwie gibt es hier so ein Faible dafür, immer zu gucken, was nicht funktioniert. Und ich habe Spaß daran zu gucken, was funktioniert. Und ich erlebe ganz viel Tolles. Es gibt tolle Unternehmen, es gibt tolle Ecken in dieser Stadt. Kürzlich war der italienische Generalkonsul bei mir. Der ist nicht über die Freiheitsstraße in die Stadt reingekommen, das muss ich dazu sagen. Der sagte, was haben Sie für eine wunderschöne Bebauung hier in unserer Stadt? Der ist die Solinger Straße hochgekommen und hat ein paar tolle Häuser gesehen. Aber er sagt, ja, so ist es. Manchmal ist es, glaube ich, ganz gut, wenn jemand von außen kommt und sagt, guck mal, ihr habt ganz tolle Ecken. Natürlich haben wir auch Sünden. Aber ich war eben in Düsseldorf zum Termin. Das ist da auch nicht nur schön, um es mal ganz vorsichtig zu beschreiben. Ja. Also insofern, liebe Leute, manchmal ist es ganz gut, wenn man weiter wegfährt, um zu merken, dass es zu Hause doch ganz schön ist. Ist ja ganz witzig, die Bergischen, wenn die sich im Urlaub in Südfrankreich auf der Autobahn begegnen, dann wird gewunken, aber gut, hallo und man ist stolz und wir im Bergischen. Hier in der Stadt klappt das noch nicht richtig gut. Ja, aber du willst doch nicht sagen, dass sich jeder mit der RS-Nummer anhubt und blinkt. Hier haben alle RS. Ich habe ja gesagt, wenn er jetzt in Frankreich ist, du Held. Nein, das verstehe ich wohl. Also so ein bisschen ist das vielleicht in unserer DNA zu jammern und zu klagen. Also ein bisschen, ich weiß nicht, ich will jetzt hier, ich bin nicht der Mediziner, das hättest du Frau Lutti fragen sollen, aber ich denke, ein bisschen mehr Optimismus tät uns allen gut und ich glaube, das hat die Stadt auch verdient. Du bist ja in einer Hinsicht... Bist du ja Optimist, du hast auch deinen Wahlkampf zum Teil mit dem Thema bestritten, was gleichermaßen aber auch die Stadt zumindest in Teilen ein bisschen spaltet, das DOC. Herr Balzer war vor, glaube ich, 1 oder 2 Ausgaben hier und hat das erklärt, was MacArthur Glenn da vorhat. Wir können es in den Medien verfolgen, die Pläne liegen aus, im Augenblick kann man ja auch Stellung dazu nehmen. Sollte man übrigens auch als Bürger tun, denn das ist, egal wie man es sieht, ein gewaltiger Schritt, der da vor unserer Stadt liegt. Du stehst voll dahinter. Ich stehe voll dahinter. Jetzt werden wir ein bisschen ernsthaft. Remscheid ist eine Industriestadt, hat den höchsten Anteil produzierenden Gewerbes.
in ganz Deutschland. Diese Industrielandschaft verändert sich. Es gibt einen riesigen chinesischen Konkurrenzmarkt. Das heißt, diejenigen, die vor vielen Jahren unsere Technologie eingekauft haben, werden immer besser. Wenn man auf die Eisenwarenmesse fährt, sieht man auf einmal Produkte aus Asien, die verdammt viel Ähnlichkeiten haben mit den Dingen, die unsere Stadt auszeichnen. Die sind uns in der Qualität nicht mehr so weit hinterher. Also wenn wir nicht aufpassen, dann ist das etwas, was noch ein paar Jahre gut geht und dann merken wir, dass die anderen uns vielleicht sogar überholen. Also müssen wir uns auch Gedanken machen, wie können wir auch schauen, dass wir andere Arbeitsplätze in unserer Stadt bekommen. Und wir stehen da in Konkurrenz. Bei der Ansiedlung anderer Industrien haben es die unten in der Rhein- oder Ruhrschiene sehr viel leichter. Die sind haben topfebene Grundstücke. Bei uns sind die Grundstücke erstmal hängig, immer. Und wenn man mit dem Spaten in der Erde hineinsticht, dann kommt man entweder auf Grauwacke oder auf Altlasten und manchmal auf beides. Das ist ein Problem. Also wir müssen schauen, wie wir es schaffen, auch neue Arbeitsplätze in die Stadt hineinzubekommen. Das DOC kann das. Das werden nicht die High-End-Arbeitsplätze sein, aber es werden Arbeitsplätze sein, die dort auch angesiedelt werden können. Das DOC soll Menschen in die Stadt holen. Das heißt, da werden Touristen kommen, die werden da einkaufen. MacArthur rechnet mit 2,5 Millionen im Jahr. Und da werden auch Leute nicht nur in dieses Center gehen, sondern die werden auch in eine Lennepe Altstadt gehen. Die ist wunderschön, aber wenn man die Augen aufmacht, wie viel Leerstand da mittlerweile ist. Liebe Leute, das geht nicht mehr lange gut, wenn dort nicht investiert wird. Also, um das zu pflegen, muss da auch investiert werden. Nur investieren bedeutet, es muss Geld reinkommen. Ich glaube, dass ja auch viele Menschen für diese Region begeistern können, die dann unsere, du hast es gerade gesagt, dieses traumhafte Umfeld sehen. Das hat kaum einer. Wenn Sie hinter Osnabrück Richtung Norden fahren, dann sehen Sie schon fast Hamburg. Wir haben wirklich hier Landschaft und zwar wirklich abwechslungsreich. Die Talsperren, das ist wunderschön hier. Damit können wir Leute begeistern. Es gibt uns noch ein Risiko. Wenn wir es nicht machen, was meinen Sie, was sich der Oberbürgermeister in Hagen oder in einer anderen Richtung der A1 freuen würde, wenn wir das Thema versemmeln würden? Der würde das sofort nehmen. Ergebnis, es würden keine Menschen zu uns kommen, sondern es würden noch mehr Remscheider woanders hinfahren. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, wenn, dass das Geld hier in unsere Stadt kommt, dass die Arbeitsplätze hier entstehen. Ich weiß, ob der Risiken. Und diejenigen, die direkt nebenan wohnen, deren Sorgen kann ich verstehen. Ist ja nicht nur das, aber viele in Lennep glauben, auch im Umfeld, die Straßen sind nicht dafür gedacht, wenn all diese Menschen kommen. Und da gibt es ja genaue Berechnungen. Wir haben ja auch eine Veranstaltung gehabt. Da wird gesagt, wie viele Menschen sitzen pro Auto. Da gibt es ja Kennzahlen. Andere argumentieren, die Luft würde unerträglich verschmutzt. Man könnte nicht mehr ordentlich atmen, wenn das so wäre. Was sagst du den Kritikern? Also einmal sage ich Ihnen, liebe Leute, wir haben Gutachter, die jetzt sind zu Ergebnissen gekommen. Und jetzt als Laie zu sagen, das stimmt nicht, weil mir das Ergebnis nicht gefällt, das geht nun mal gar nicht. Ich will ein Beispiel sagen, was die Ringstraße betrifft. Natürlich werden da Autos fahren, aber als die Barmag, als da noch über 3000 Leute beschäftigt waren, die sind doch auch mit dem Auto gekommen, da hat keiner gejankt. Also liebe Leute, in der Vergangenheit ist da auch schon Auto gefahren worden. Und insofern sage ich den Kritikern, ich nehme eure Sorgen ernst, wir haben modifiziert, die Besetzungsgrad der Autos runtergerechnet. Wir kümmern uns um Lärmschutz, wir kümmern uns um die Frage, wie geht es mit der Umweltbelastung, wie kann das Parkhaus so angepasst werden, dass es nicht wehtut, dass es optisch passt. Wir versuchen, alles berechtigten Kritiken ernst zu nehmen. Ändert nichts an meiner Meinung. Entscheiden wird der Rat, im September etwa. Ich bleibe dabei, ich sehe darin Chancen, mache die Augen nicht zu vor den Risiken. Veränderung bedeutet immer, dass es auch an der einen oder anderen Stelle knirscht. Aber wenn wir keine Veränderung haben wollen, dann haben wir Rückschritt. Es gab ja vor 3 Jahre oder so, gab es ja eine Abstimmung über das damals geplante DOC, dieses Designer Outlet an der Blume. Es gibt viele, die sagen, diese Abstimmung reicht uns. Das würden die Kritiker sagen, nee, wir müssen erneut abstimmen. Wenn man diese Diskussion hätte führen wollen, dann hätte man ganz am Anfang bei der Veränderung des Standortes führen lassen. Nicht jetzt. Wir sind auf dem halben Weg und jetzt fragen wir uns, dürfen wir das? Es gab damals ein positives Signal, ja zur Blume. Das weiß ich.
Das Signal war aber in allen Stadtteilen positiv. Auch in Lüttringhausen, wo wir ja glaubten, da könnte... Auch in Lüttringhausen. In Lüttringhausen war auch deutlich über 60% der Lüttringhauser haben damals Ja gesagt. Jetzt gibt es noch eine Geschichte. Wir haben im letzten Jahr gewählt, ein Rat. Dort sind Menschen, die übernehmen Verantwortung. Dafür sitzen die dort. Und die sollen auch entscheiden. Und es kann nicht sein, dass bei jeder Entscheidung, die zu treffen ist, auch wenn sie mal kritisch ist, wir dann sagen, nee, da müssen wir mal lieber fragen. Dafür haben die ein Mandat. Hätten wir vor 25 Jahren, 30 Jahren beim Allee-Center, da hat der Rat auch entschieden, mit einer Stimme Mehrheit, hat sich für das Allee-Center entschieden. Ich glaube, heute sind wir alle froh, dass es es gibt. Und auch die Kritiker von damals und auch die damals Nein gesagt haben, siehst du heute jeden Tag im Allee-Center. Ich erwarte von der Politik, dass sie das macht, wofür sie sich zur Wahl stellt, nämlich Verantwortung zu übernehmen. Und die Parteien, die jetzt im Stadtrat das Sagen haben, also jedenfalls die große Mehrheit, haben sich auch vor der Wahl dazu bekannt. Also auch die Gegner von der CDU, die Grünen, die ja in dieser Gestaltungsmehrheit waren. Insofern gibt es ja die Mehrheit im Stadtrat offensichtlich. Die Grünen haben ja nochmal gefragt, ob wir nicht jetzt vielleicht doch nochmal eine Bürgerbefragung machen. Aber vor der Wahl haben SPD, FDP, CDU, Grüne, habe ich einen vergessen? SPD, FDP, CDU, Grüne und Wählergemeinschaft, die ein bisschen hin und her, aber vom Grundsatz her alle Ja gesagt, man sollte auch zu seinem Wort stehen. Lassen wir das Thema, es gibt viele andere. Wir sind gerade beim Rat. Seit der letzten Wahl ist eine Gruppierung in den Rat eingezogen, pro NRW. Mit denen tun sich Demokraten schwer. Ja, das kann ich nur bestätigen. Und ich glaube, wir haben jetzt 4, 5, 6 Verfahren uns angedroht schon, wo sie uns vor Vergewaltungsgerichtsherren wollen, weil wir Dinge nicht so gemacht haben, wie es ihnen gefällt. Das ist schon eine ganz besondere Gruppe, die auch... Gibt es da irgendwas Konstruktives? Nehmen die an der Ratsarbeit konstruktiv teil? Also aus ihrer Sicht wahrscheinlich, aus meiner Sicht nein, weil sie konzentrieren sich doch sehr stark auf ein Thema, wo wir ausdrücklich unterschiedlicher Meinung sind, weil sie alle Themen zum Thema Flucht, zum Thema Migration, zum Thema Zuwanderung, Asylbewerber, Interkulturelles haben, nehmen sie Positionen ein, die sich ausdrücklich nicht mit der Mehrheit im Rat zum Glück nicht vergleichen lässt und wo ich auch ausdrücklich anderer Meinung bin. Demokratie ist schon mal sehr, sehr anstrengend und was diese Vertretung aushält, ist es noch mehr als anstrengend, sie auszuhalten, aber sie sind gewählt, ich muss das respektieren. Und gelegentlich in der Tischplatte beißen, weil ich bei manchen Äußerungen einfach nur noch kopfschüttelnd davor stehe. Und wenn man sich ihre Sachen im Internet anguckt, das ist unter aller Kanone. Da werden Menschen beleidigt, weil sie anderer Meinung sind, weil sie eine klare Position haben. Journalisten werden beleidigt, weil sie eine klare Position haben. Ich bin auch schon beleidigt worden. Das ist ein Adelsschlag. Ich glaube, wer da einen schon verpasst bekommen hat, ist ein Zeichen dafür, dass man auf der richtigen Seite steht, nämlich der Demokraten. Ja, aber dahinter steckt ja was. Es hat also offenbar Menschen gegeben, die waren mit allen anderen Parteien so unglücklich, dass sie dieser Nichtpartei, und wir können es ja auch sagen, etliche der Mitglieder waren früher Mitglied in der NPD, ja. Auch an verantwortlicher Position, dass sie dieser Partei, diesen Menschen ihre Stimme gegeben haben. Das muss einen Demokraten nachdenklich machen. Das macht mich auch nachdenklich. Und deswegen habe ich auch eine Erwartung an die demokratischen Parteien. Bitte nicht nur in den 4 Wochen vor der Wahl rausgehen, Stände machen, Blumen verteilen, Zettelchen verteilen und sagen, hier sind wir. Jetzt reden wir mal in der Fußballsprache. Du weißt, dass ich da eine gewisse Leidenschaft für entwickeln kann. Im Fußball sagt man, man muss dahin gehen, wo es weh tut. Das heißt, ich erwarte von den demokratischen Parteien, dass sie jetzt und nicht erst 2020 vor der nächsten Kommunalwahl, dass sie jetzt rausgehen, sich den Gesprächen stellen, Infostände machen, die Menschen zum Gesprächen einladen. Und zwar da, insbesondere da, wo wir wissen, dass gerade viele diese Rechtsausleger gewählt haben. Denn dahinter steckt ja nicht nur immer eine geschlossene rechte Gesinnung der Wählerinnen und Wähler. Sondern auch da steht Frust, Ärger, Enttäuschung, die hören nicht zu, die wollen nicht wissen, wie wir es sehen, die fragen uns nicht, die fragen uns nur, wenn gewählt wird, die haben sich von uns entfernt, die sitzen nur in ihren Klüppchen. Da ist ganz viel Ärger. Und ich erwarte von den demokratischen Parteien, dass sie da hingehen und sich dieser Enttäuschung und diesen Kritiken auch stellen und das auch mit aufnehmen in ihrer Arbeit. Sie sind von den Menschen gewählt, aber sie müssen auch wirklich nach der Wahl weiterhin für die Menschen da sein. Ich glaube, das ist die einzige Chance, diesen Rechtsauslegern, die wirklich
aus meiner Sicht bedenkliche, um es höflich zu umschreiben, sonst kriege ich wieder das nächste Verfahren von denen, bedenkliche Aussagen machen, um denen das Wasser abzugraben. Anfang des Jahres haben wir vor allen Dingen in Ostdeutschland Bewegungen wie Pegida erlebt, hier in Remscheid nicht. Das ist ja eigentlich ganz angenehm gewesen. Und glaubst du, solche Bewegungen könnten hier in dieser Stadt breiten Fuß fassen? Ich hoffe nicht. Wir haben, ich habe mal auf Facebook geguckt, es gibt eine Regida-Seite, die hat 2 Mitglieder. Das sind mindestens 3 zu 4. Ich hoffe nicht. Ich freue mich darüber. Es gibt viele tolle Menschen. Ich habe es im Hasten erlebt. Als wir mit den Hastenden darüber gesprochen haben, dass wir an der Oberhölterfelder Straße ein Haus für Flüchtlinge bauen müssen, weil wir sie unterbringen möchten. Ich möchte keine Container, ich möchte keine Massenunterkunft, sondern ich möchte menschenwürdige Unterkunft für die Zeit, die die Menschen hier sind, egal wie lange sie hier sind. Da hatten wir einen Bürgerabend in der Hastener Kirche im Gemeindehaus und ich war wirklich stolz auf diese meine Stadt, weil es gab Fragen, insbesondere von den unmittelbaren Anliegern. Die haben auch kritische Fragen gestellt, aber keine ablehnenden Fragen gestellt. Wir haben mit denen ein paar Mal in kleiner Runde zusammengesessen und in Hasten mit 300 Menschen waren etwa da oder 250. Und das war wirklich, dass ich den Eindruck hatte, die Menschen sagen, ja, sie kommen hier hin und wir werden alles dafür tun, damit es ein gedeihliches Miteinander ist. Das ist klasse. Und das erlebe ich an vielen Stellen. Ich weiß, dass dieser Betreuungsverein sehr stark von Spenden unterstützt wird, nicht nur von Helft uns helfen, sondern von vielen Privatspenden, Geburtstage und Ähnlichem. Ich habe ehrenamtliche Menschen kennengelernt, die sagen, wir laden Menschen ein, bei uns regelmäßig am Essen teilzunehmen, mit uns Zeit zu verbringen oder sogar bei uns zu leben, in der Wohnung zu leben. Oder wir unterstützen Kinder bei der Schule oder wir machen Betreuungsangebote. Wir spenden Haushaltsartikel. Also das ist schon richtig toll hier. Und so habe ich die große Hoffnung und ich würde mich auch an die Spitze der Bewegung der Gegner einer solchen Bewegung in unserer Stadt stellen. Ich habe die große Hoffnung, dass das nicht nötig ist, weil ich bisher erlebe, dass diese Stadt etwas auszeichnet, was ich sehr an ihr mag, nämlich dass sie sehr solidarisch ist. Dennoch, übrigens, das ist auch ein Applaus wert, würde ich sagen. Das ist, ich habe ja auch den Verein BAF kennengelernt, die Frau Krein, die sich da unglaublich reinhängt, auch viele private Initiativen, die man so in der Öffentlichkeit gar nicht wahrnimmt, die auf der kleinen Flamme viele, viele Dinge machen. Wenn du das so erlebst, und wir haben ja nun in den Nachrichten, gerade in den letzten Wochen Bilder gesehen vom Mittelmeer, die sind ja herzerreißend. Und man kann sich auch vorstellen, auch das hat irgendwie dann auch mit dem Kriegsende zu tun, denn vor 70 Jahren sind die Menschen innerhalb Deutschlands geflohen, von überall her, von aus was für Gründen auch immer. Man macht sich ja nicht leichtfertig auf den Weg irgendwo hin, lässt alles zurück, Familie. Viele kommen ja, um Geld letztlich zurückzuüberweisen. Davon leben ja manche Gesellschaften, beispielsweise in Afrika, dass das Geld irgendwie zurückgeschickt wird. Werden politisch verfolgt, können überhaupt nicht mehr leben, haben vielleicht überhaupt null medizinische Versorgung. Und wenn du dann als Stadtoberhaupt mit den Dingen zu tun hast, fühlst du dich manchmal von der Politik in Düsseldorf und Bonn allein gelassen? Berlin, mein Lieber. Die Hauptstadt heißt Berlin. Naja gut, aber auch vieles von deinem Geld kommt aus Düsseldorf. Weil du Bonn sagtest. Ach, habe ich Bonn gesagt, Entschuldigung. Nein, ich meinte Düsseldorf und Berlin, pardon. Heute war ein Gipfel, Kanzlerin mit den Chefinnen der Länder. Mit der Frage, wie geht's weiter? Und man stockt jetzt in dem zentralen Dienst, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf, damit die Verfahren schneller abgeschlossen werden, 2000. Menschen sollen da zusätzlich arbeiten. Bei den Kommunen hat man gesagt, ja, wir wollen euch helfen, alles andere reden wir im Juli. Mit Verlaub, da fühle ich mich doch leicht auf den Arm genommen. Weil natürlich sind diese vielen Menschen, die hinkommen, eine finanzielle Herausforderung für die Stadt. Und bei allem Hoffnung und Perspektiven, für die wir arbeiten, sind das auch Sorgen, die auf uns zukommen. Deswegen erwarte ich, erwarte schon, dass insbesondere der Bund, schön, dass er einen ausgeglichenen Haushalt hat, dann bitteschön, ich nehme jede Währung, wir brauchen auch Geld hier in unserer Stadt, um diese Menschen auch wirklich angemessen zu begleiten, zu unterstützen, denn gleichzeitig gibt es eine Hausaufgabe von Düsseldorf 2016, ausgeglichener Haushalt.
Wenn das so weitergeht, passt das irgendwann nicht mehr zueinander. Und deswegen erwarte ich von Berlin Hilfe. Aber es gibt noch ein ganz anderes Thema. Es gibt noch ein ganz anderes Thema. Es gibt nicht noch die Frage, wie nehmen wir Verantwortung wahr für die Lebenssituation in den Ländern, wo die Menschen herkommen. Unser Reichtum basiert darauf, dass wir mehr exportieren als importieren, dass wir mehr verdienen wir sind reich dadurch, dass wir viel exportieren in andere Länder. Das heißt also, wir leben davon, dass Menschen unsere Produkte kaufen. Wir leben davon, und das ist leider so, dass über 100.000 Leute in der Waffenindustrie arbeiten. Kriege werden geführt mit Produkten, die bei uns hergestellt werden. Das tun andere auch, das ist ja das Fatale. Aber die Frage, wie können wir mit Einfluss darauf nehmen, dass in den Ländern, aus denen die Menschen flüchten, Lebensbedingungen sind, die dazu führen, dass sie nicht mehr flüchten müssen. Das ist die Frage, die große politische Frage, die auf jeden Fall, die können nicht wir hier in Remscheid führen. Die muss aber in Berlin geführt werden, die muss weltweit geführt werden, weil ohne einen irgendwie sozialen und Frieden auf dieser Kugel, und die ist nun mal verdammt endlich, ohne das wird es das Thema Flucht in immer gravierenderer Form geben. Und je mehr sich auch die Erde klimatisch verändert, wir wissen doch, dass sich immer breitere Trockenstreifen entwickeln, umso mehr Menschen werden flüchten. Umso mehr werden wir hier in Europa vor der Aufgabe stehen, diesen Menschen zu helfen. Und deswegen müssen wir uns Gedanken darum machen, nicht nur hier vor Ort zu helfen, sondern mit daran zu arbeiten, dass in den Herkunftsländern der Flüchtlinge die Verhältnisse so werden, dass die Menschen dort bleiben können. Ist ein ganz, ganz hehrer Anspruch, aber das ist... Zunächst mal, du hast es ja selbst gesagt, eine Stadt wie Remscheid, selbst eine Stadt wie Berlin oder Hamburg wären damit überfordert. Die Frage ist, jetzt kommen die Menschen. Die sitzen, während wir hier sprechen, sitzen Tausende in irgendwelchen fürchterlichen Booten vor der Küste Libyens, werden da rausgefischt. Seit gestern habe ich gehört, auch die deutsche Marine, was ich gut finde, dass sie da beteiligt ist. Die kommen jetzt und die sind übermorgen hier. In den nächsten Wochen kriegen wir... Heute Morgen war ein Mitarbeiter bei mir und hat gesagt, in den nächsten 4 Wochen über 100 neue zusätzliche Flüchtlinge, die nach Remscheid kommen. Wisst ihr, woher die kommen? Nein, wir wissen nicht, wer kommt. Wir wissen nicht, wer kommt. Das wissen wir 2, 3 Tage vorher. Also eine Kopfzahl bekommen. Wir wissen eine Zahl, Remscheid, die Flüchtlingszahlen sehen wie folgt aus, und in den nächsten 4 Wochen kriegt er über 100 neue Zuweisungen. Das heißt, bis dahin müssen wir Wohnraum, Ausstattung, Bett, Stuhl, Schrank, Geschirr, Herd, alles, was das Herz, nein, was man zum Leben braucht, bereitstellen, für die Menschen Wohnungen haben. Das ist sehr schwierig. Es gab, was wir bisher immer bedauert haben, viel Leerstand in Remscheid. Heute ist unser Glücksfall, dass wir damit nicht Wohnungen belegen können. Die Wohnungsbaugesellschaft, die GEWAG, insbesondere aber auch andere helfen, stellen Wohnungen zur Verfügung. Aber es ist natürlich eine Herausforderung. Die müssen auch begleitet werden, denn wenn die Menschen hier hinkommen auf Afrika, auf dramatischem Wege, du hast es beschrieben, die wissen doch nicht, die können sich doch nicht hier orientieren. Das wäre das Gleiche, als würden wir in irgendein kleines Dorf nach Afrika ziehen. Wir wüssten auch nicht, wo oben und unten ist. Die Menschen brauchen Begleitung, damit sie hier sich in dieser Stadt orientieren können. Würde es helfen, wenn die Menschen, die dann hier unsere neuen Nachbarn werden, früher arbeiten könnten? Ja, sicher. Ich glaube, hier hinkommen, eingewöhnen, ein bisschen was von der Sprache mitbekommen, sich hier sicher fühlen. Nach diesem Wahnsinn, den sie hier bis sie hier hingekommen sind, auch erlebt haben. Denn ich denke, Menschen, wir sprechen heute über den 8. Mai 1945 und wie viele Menschen geflüchtet sind, auch hier als Flüchtlinge hier nach Remscheid gekommen sind. Flucht bedeutet immer erstmal auch Trauma und sich eingewöhnen. Je früher die Menschen selbstständig sein können, arbeiten gehen können. Die kommen ja zum Teil mit guten beruflichen Qualifikationen hierhin, die ja leider noch nicht anerkannt werden. Ich habe gestern noch mit jemandem aus dem Landtag gesprochen und gesagt, wir müssen schauen, dass diese Berufe anerkannt werden, dass sie eine Chance haben, hier zu arbeiten. Das sind teilweise hochqualifizierte Leute. Mhm. Natürlich, Berufstätigkeit, die Chance, sich selber für seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Aber es ist ja nicht nur das Geld, es ist ja auch eine Frage der Würde, dass man nicht eben Almosenempfänger ist, sondern dass man mit eigener Hände Arbeit sagt, guck mal, ich bin wer, ich stehe für meine Familie auch wieder gerade. Das wäre die zweite Hälfte meines Satzes gewesen, mein Lieber, denn das ist es doch genau, die Menschen wollen doch gar nicht hier mit Almosen leben, die wollen, der Großteil, es gibt vielleicht ein paar, die können das auch ganz gut ohne Arbeit, aber der Großteil, der will doch gar nicht von Almosen leben, der möchte
in Sicherheit leben mit seiner Familie oder mit ihrer Familie, es sind ja viele Frauen auch, die möchten, dass die Kinder versorgt sind und die möchten mit ihrer Hände oder ihrer Kopfarbeit auf jeden Fall selber auf ihren Lebensunterhalt sorgen. Als wir, ich weiß nicht, jemand vor Ostern war das, da war eine syrische Familie da, als wir vom Rathaus standen und die hat sich bedankt bei uns Remscheiderinnen und Remscheidern für die Aufnahme. Ganz tolle Menschen, die sagen, ja, wir wollen hier was tun, wir wollen uns hier auch einsetzen. Da ist auch ganz viel Dankbarkeit, die wir erleben. Und die gilt Ihnen, die Sie das alle unterstützen. Diese Menschen, die hier zu uns kommen, und wir haben ja viele dieser Wellen erlebt, wir haben die nach dem Krieg erlebt, wir haben auch in Remscheid sehr viele Gastarbeiter gehabt. Heute nehmen wir beispielsweise Italiener und Spanier ja gar nicht mehr als Menschen von irgendwo anders wahr. Wir sind groß geworden mit denen, das sind unsere Nachbarn wie selbstverständlich. Das Gesicht der Stadt hat sich auch verändert. Wir sehen Menschen anderer Hautfarbe, in der Stadt wachsen Moscheen, eine ganz große entsteht gerade an der Weststraße. Verstehst du Menschen, die denken, mit dieser Veränderung komme ich nicht klar, das ist mir zu viel? Ich glaube, dass das Menschen verunsichern kann. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass es Menschen verunsichern kann. Aber es ist doch ganz einfach. Die Realität ist aber eine andere. Das ist ja so. Diese Stadt hat sich verändert. Und sie wird sich auch in den nächsten Jahren verändern. Über 50% der heute in Remscheid geborenen Kinder, und es sind übrigens mehr, als uns die Statistik glauben lässt, es gibt mehr Geburten zurzeit, als uns die letzten Zahlen sagen, darüber bin ich sehr dankbar, über die Hälfte kommen aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte. Die Stadt wird sich verändern. Es werden immer mehr Namen sein, die einen ausländischen Klang haben. Ja, das gibt es aber auch. Das wollte ich gerade sagen. Cantale ist ja noch. Das ist nicht eine Vorname. Nein, aber ich kann es auch an meinem eigenen Namen sagen. Dieser Name Weiß, das ist der Familienname meiner Frau. Ich hatte vor 34 Jahren die Alternative zwischen Name und Frau. Ich habe mich für die Frau entschieden. Das war gut so. Mhm. Die kommt aus einer typischen Ruhrgebietsfamilie. Ein Teil der Familie ist aus Ungarn zugewandert, der andere Teil aus Polen. Ruhrgebiet, Ende des 19. Jahrhunderts, Bergarbeiter, wurden ganz viele Menschen gesucht und so kamen die Urgroßväter meiner Bärbel ins Ruhrgebiet. Und das haben wir jetzt auch. Und in zwei, drei Generationen wird der Name Öztürk für uns genauso sein wie Müller-Meyer-Schulz. Das wird eine Realität sein und die werden neben uns leben. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir an der Weststraße eine schöne Moschee bekommen. Wir hatten sie ja schon vorher. Aber genauso wie ich als Christ mich darauf freue, in ein schönes Gotteshaus zu gehen, gestehe ich das auch dem Muslim zu, sich darauf zu freuen, in ein Gotteshaus, das für ihn gedacht ist, was genauso schön ist, hinzugehen. Denn wir haben nun mal viele tausend Muslime in dieser Stadt und ich finde es doch richtig, dass sie auch ein Gotteshaus bekommen, in dem sie sich wirklich zu Hause fühlen und was der Religion auch gerechtfertigt ist. Da, wo du sitzt, hat der Erdtürk gesessen und hat das hier erzählt. Und Himmel, ja. Man sieht ja, wenn man jetzt vorbeifährt, sieht man ja, wie es wächst. Und das ist wirklich ein imposanter Bau, der sich da entsteht. Genauso wie die Martin-Luther-Kirche, die ist auch wunderschön und groß. Also warum nicht auch für Muslime? Und die versuchen wir ja auch gerade zu erhalten. So ist es. Kommen wir mal auf noch zwei, drei andere Themen in dieser Stadt zu sprechen. Wir haben jetzt so zwei große Räder gedreht, aber es gibt ja auch die vielen kleinen, so die Schlaglöcher in den Straßen, über die wir uns kolossal ärgern, wo man einfach denkt, ich meine, gerade gestern hätte ich gelesen, dass 38 Milliarden mehr an Steuereinnahmen kommen als erwartet. Aber leider nicht nur in Remscheid. Ja, natürlich nicht nur in Remscheid, aber irgendwann, auch ich erwarte nicht, dass das hier, aber irgendwann muss ja zumindest etwas durchsickern für eine Schippe Asphalt, um die Schlaglöcher zuzumachen. Irgendwo, mir kommt es irgendwie komisch vor, dass sehr viele Ausgaben der öffentlichen Hand geringer werden, während die Einnahmen beim Bund und einige von den Steuern kommen ja auch bei euch an, größer werden. Das passt in meinem Verständnis nicht zusammen. Also wir werden uns mit Sicherheit um das eine oder andere Schlag noch kümmern, zumal wir der Bund uns jetzt ja für Investitionen in Infrastruktur angekündigt hat, dass wir Kommunen auch dafür Geld bekommen. Ich habe die 40 Milliarden oder 38 Milliarden mehr Steueraufkommen auch gerne gehört. Sie sind noch nicht da. Mhm. Mit Sicherheit, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir unsere Steuererwartung nochmal steigen. Leider, und wir haben ja gerade über ein Thema gesprochen, steigen ja auch bestimmte Ausgaben. Und solange wir dafür keinen Ausgleich bekommen, werden wir diese Mehreinnahmen der Steuern auch dringend dafür brauchen,
um mit pflichtigen Aufgaben, die ohnehin schon da sind, auch einigermaßen klarzukommen. Ich sagte vorhin, wir sollten nicht nur über unsere Sorgen reden, sondern vor allen Dingen über die Potenziale. Aber natürlich gehört dazu, dass wir auch gucken, dass wir unsere Stadt, unsere Ecken wieder in Ordnung bringen müssen. Es fängt beim Thema Sauberkeit an und geht über die Erhaltung, Unterhaltung von Gebäude. Und da haben wir nun auch ein paar Sünden aus der Vergangenheit und geht tatsächlich bis zu den Straßen, dass wir gucken, dass wir nach und nach einige Dinge auch in Ordnung bringen. Das gehört sich und das wird das. Aber wir müssen schauen, dass wir auch gleichzeitig mit dem Geld immer klarkommen, denn das wird ja von uns gleichermaßen erwartet. Ja, ich meine, es gilt ja auch für einige Schulgebäude. Wenn du könntest, wie du wolltest, würdest du die wahrscheinlich auch netter herrichten. Wir haben in den letzten Jahren, bei der Prüfung, der Gemeindeprüfung wurde festgestellt, dass in den letzten Jahren habt ihr fast alles Geld, was ihr hattet, bei Investitionen in Schulen und Kindergärten hineingesteckt. Das gibt's schlecht. Da habe ich gesagt, dann haben wir nicht alles falsch gemacht. Also da sind wir auch noch nicht am Ende. Aber wer sich jetzt das GWG mal anguckt, von innen, von außen, wunderschön geworden. Wir haben, wer sich die Käthe Kollwitz von außen anguckt, bitte noch nicht von innen, da ist man noch nicht ganz fertig, sieht auch richtig toll aus. Und wir gucken, dass er auch, oder die Albert Einstein, wir sind noch nicht zu Ende. Dafür, wie gesagt, wir haben in den letzten 20 Jahren finanziell ganz Menge Sorgen gehabt. Und gucken jetzt, dass wir alles gleichzeitig irgendwie hinbekommen. Gucken, dass wir die schlimmsten Sünden wegkriegen, dass wir unseren Haushalt hinbekommen und auch an bestimmten Stellen wieder investieren. Und dann willst du eine neue Schule an der unteren Alleestraße bauen? Ja. Da haben sich viele Leute gedacht, oh, das ist eine gute Idee und beim nächsten Mal, was, eine Schule dahin? Ja, aber du findest die Idee gut. Ja, ich kann nicht auch sagen, warum. Wenn ich die Alleestraße runtergehe und das letzte Mal war das am Donnerstag, gestern. Da bin ich zum Brunnen. Da war ich unten am Markt am Brunnen. Hat der Wasser im Augenblick? Die haben alle Wasser. Gut. Das wäre ja schön. Ja, aber ich war lange. Ja, weil Leute, das war mal ganz einfach. Der Rat hat gesagt, keiner der Brunnen hat mehr Wasser. Dann haben wir es geschafft mit ganz vielen Sponsoren und Unternehmen, dass alle Brunnen plätschern. Brunnen, die trocken im Sommer da stehen. Traurig. Das wäre ein trauriges Bild und das würde nicht in die Stadt einladen. Aber zurück, ich auf der Alleestraße. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich bei Sinnleffers vorbeikomme, wie das aussieht. Verstehe ich gut. Ja. Das sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Das zu ändern, wünschen wir uns schon lange. Den Investor, der das Ding kauft und für einen zweistelligen Millionenbetrag ein neues Geschäft hineinbaut, wenn du mir den bringst, sofort. Nur, der kommt nicht. So, das ist der eine Warum Geschichte. Kommt der eigentlich nicht? Du, ich bin ja schon froh, dass ich einen nach Lennep kriege. Das ist immerhin etwas. Und wir haben ja schon unser Allee-Center. Und ich glaube, noch so ein Ding in der Innenstadt, wir haben ja, die Remscheider, die haben es ja schon erlebt, was Kaufhof weg ist und viel Strauß weg ist und Sinnleffers weg ist und Vogel weg ist. Wir müssen auch erstmal gucken, dass wir dieses Weg, Weg, Weg versuchen zu stoppen. Also, ich glaube, da unten kriegen wir, die Geschäftswelt hat sich verändert und sie wird sich auch in den nächsten Jahren verändern. Ich weiß nicht, hast du schon mal Schuhe im Internet gekauft? Nee, würde ich auch nicht tun. Siehst du, ich habe schon gemacht, es ist praktisch. Du klickst, drei Tage später machst einen Karton auf, passt, fertig. Ich mache es nicht zur Regel, aber es funktioniert. Also, da lass uns gucken, wie wir die untere Alleestraße, wie wir sie ein bisschen also schmucker hinbekommen. Wenn du gerade warst, könntest du auch beim Jochen Rohr eben reingucken, der verkauft ja Schuhe. Ich weiß, da war ich aber auch schon. Nur es geht ja jetzt nicht darum, dass ich ständig Schuhe. Du solltest ja nicht gleich aus dem Beispiel direkt die Regel machen, also, um das zu Ende zu bringen. Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung, im Übrigen seit Mitte der Woche Standort eines Fachhochschulstudiums. Ganz tolles Signal, was da jetzt möglich ist. Industriekaufmann, Bachelor, parallel zur kaufmännischen Ausbildung, klasse. Das Gebäude ist nicht geeignet, es ist alt, es ist nicht barrierefrei, die Klassenräume sind zu klein, es ist nicht zukunftsorientiert. Wo setzen wir das hin? Anfangs ging der Streit Neuenkamp oder Baufeld 6, das ist unten am Bahnhof. Ich habe gesagt, Neuenkamp nie, weil schlechte Lage, Sportplatz, wir brauchen ihn, verkehrsmäßig nicht so toll für Bus und Bahnhof wäre besser. Politik hat die ganze Zeit hin und her gestritten, wir waren so quer durch alle Fraktionen, welchen nehmen wir denn? Und dann haben wir überlegt und gesagt, wo könnte so ein Gebäude, gibt es noch eine Alternative, damit wir aus dieser neuen Baufeld 6 Diskussion rauskommen. Und dann haben wir über die Alleestraße gesprochen. Und haben überlegt, ist der Standort Sinnleffers nicht ein geeigneter Standort für eine Schule? Wir haben als erstes natürlich gefragt, passt da eine Schule rein? Machbarkeitsstudie machen lassen, passen da die 1200 Schüler rein mit all den Klassen, die erforderlich sind? Ja, sie passen rein.
Es gibt eine Machbarkeitsstudie, das kann eine interessante, schöne Schule werden. Mit Schulhof auf dem Dach. Das sind ja keine Kinder, das sind ja junge Erwachsene und längst Volljährige. Mhm. Und dann haben wir gesagt, als wenn das da hineinpasst und es gibt dahinter ein Parkhaus und es kommen jeden Tag 1200 junge Menschen in die Stadt, tagsüber, nicht abends, tagsüber, die beleben die Alleestraße, die beleben Cafés, die beleben die Gastronomie, die kaufen ein. Wir haben Busbahnhof Eberplatz auf der einen Seite, wir haben den Markt mit dem Busbahnhof und wir haben unten den Hauptbahnhof mit dem Willy-Brandt-Platz. ÖPNV ideal. Dann wäre das doch die Chance, mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Deswegen bin ich von der Idee angetan und vertrete es auch. Jetzt gibt es Fragen, was werde mit Erweiterung? Leute, wir haben nun mal ein paar Geburten weniger. Ich bin froh, dass wir einen schönen, schmucken Standort dahin bekämen. Warum hast du den Architekten für die Machbarkeitsstudie genommen und was ich was alles? Warum hast du uns nicht vorher gefragt? Ich habe mit fast allen Verantwortlichen aus der Politik vorher vertraulich geredet. Jetzt wird wieder geredet, zerredet, erst beschlossen oder erst geschimpft und danach gefragt. Alles das, was wir immer wieder kennen. Ich bleibe bei meiner Linie. Entscheiden muss der Rat, aber ich werde dafür werben. Ich kann mir da was richtig Schönes vorstellen. Und ich habe auch keine Lust, dass man mir in 5 Jahren sagt, die Schule steht woanders. Und warum ist in Leffers immer noch so ein Dreckloch? Pass auf, die Entscheidung kannst du haben. Wer ist für die Schule? Wer ist für die Schule an der unteren Alleestraße? Eben mal die Hände hoch. Wer ist dagegen? Du kannst bauen. Danke. So machen wir das immer. Alles hier. Klar. Ja, ist okay. Ich nehme Sie mit in den Rat und dann stimmen Sie ja, ab. Dann so machen wir das immer. Dann ist der Fisch gegessen und dann machen wir was Vernünftiges raus. Also, wenn du mal Fragen hast, können wir hier rufe, ich rufe dir an. So, jetzt, wir machen jetzt den Sack zu. Wir haben mit Herkunft und Privatem angefangen. Jetzt möchte ich noch wissen, was machst du, wenn du nicht arbeitest? Das ist, es gibt die Situation. Also, wenn ich sonntags morgens keine Termine habe, spiele ich mit meinem Sohn und anderen Söhnen und Vätern Fußball. Mhm. Das ist so eine Runde, die eine Hälfte ist unter 30 oder knapp 30 Jahren. Mein Sohn wird in ein paar Wochen 29. Die anderen Jungs sind so wie ich, Ende 50 und manche, ein, zwei sind, da haben wir auch schon die 6 überschritten. Das macht Gaudi und danach bin ich erstmal platt. Mhm. Ich lese gerne. Was liest du im Augenblick? Eine ganz witzige Geschichte, die hat mir meine Frau mitgebracht und dann kam Rosi, eine Geschichte eines eher autistisch ausgelegten Menschen, der eine völlig chaotische Frau kennenlernt. Wunderbar. Das könnte unsere Geschichte sein. Ich bin auch eher autistisch veranlagt. Ich kenne ja deine Frau, aber das, deswegen wundert mich. Aber das müsst ihr miteinander. Manchmal setze ich mich aufs Fahrrad. Aha. Und strampel einfach mal los. Ja, das ist es. Ach, apropos. Ja. Du wohnst ja überhaupt in Wuppertal. Das wisst ihr, das habe ich immer offen zugegeben. Ich habe gesagt, ihr könnt mich 7 Tage und 24 Stunden haben. Ich schlafe in Vohwinkel. Da habe ich vor 33 Jahren eine alte Schule gekauft. Nähschule für die Mädchen vom Lande. Ganz altes Häuschen von 70 Quadratmeter. Das ist ein bisschen größer geworden mittlerweile. Da möchte ich nicht weg. Das sind 19 Kilometer, Sie merken es nicht, ob ich heute Abend nach Bergisch Born oder nach Vohwinkel fahre. Das ändert nichts an meiner Verantwortung für Remscheid. Super. Nehmen wir als Schlusswort, Burkhard. Vielen, vielen Dank. Gerne. In unser eigenem Interesse wünsche ich dir viel Erfolg und Glück bei der Arbeit. Das Blümchen darfst du deiner Frau mitgeben. Die ist ja nur deshalb nicht mitgekommen, weil sie arbeiten musste. Grüße bitte schön. Ja. Und beim nächsten Mal dann. Ist an. Nee, ist nicht mehr an. Gib mir nochmal das Mikro. So. Also erstmal danke für die Blumen. Bärbel, musst du wirklich heute arbeiten. Ich wollte dir noch ein Kompliment machen. Ich bin absoluter Peter Gabriel-Fan. Habe ihn in den letzten Jahren 2 Mal gesehen. Genial. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Das macht mir richtig Freude. Finde ich auch. Dankeschön. Ich lese Ihnen ein Gedicht vor, das Sie noch nie gehört haben. Obwohl es schon sehr, sehr alt ist. Recht auf Freiheit. Der Krieg war aus, Europa ist frei, der Krieg ist aus und dennoch kann ich nicht nach Haus, an mir ist vorbeigegangen die Freiheit, ich bin gefangen. Gefangen im Lager, die Heimat ist weit, ich denke an die vergangene Zeit, an Weib und Kind mit Beben, ob sie noch beide leben. Mein ganzes Leben war Kampf und Not, ich hasste Hitler bis in den Tod und hungert saß ich im Kerker, indes mein Hass wurde stärker. Und auch im Krieg rief ich, Kamerad, der größte Feind ist der Hitlerstaat, der führt uns ins Verderben,
für ihn darf niemand sterben. So kämpfte ich gegen die Barbarei und war mit Leib und Seele dabei. Und als der Tyrann bezwungen, da habe ich gejauchzt und gesungen, nun bin ich gefangen, mir geht es schlecht. Ich habe doch wahrlich auf Freiheit ein Recht. Ihr wollt das Recht mir rauben? Ich kann es gar nicht glauben. Nein, nein, sie ließen mich nicht gehen, da habe ich das Recht mir genommen. Sie haben mich doch nicht mehr gesehen. Ungesehen bin ich entkommen. Geschrieben im Jahre August 1945 von Adolf Weiß. Sein Sohn ist heute Abend hier. Ein ehemaliger Kollege, Wolfgang Weiß, DPA-Fotograf, hat mir das Gedicht, als ich diese Talkshow-Ausgabe vorbereitete, geschickt. Sein Vater hat in Remscheid viele, viele Jahre Schreibwaren, Tabakladen, Geschäft auf der Oberen Alleestraße gehabt. Vielleicht kennen Sie es noch. Ist 1991 verstorben. Und er war in der Zeit des Deutschen Reiches, dem sogenannten Dritten Reich, Kommunist. Saß also erst in der Hitlerzeit im Kerker, das hier drin vorkam, und dann nachher in englischer Kriegsgefangenschaft. Da hat er sich befreit und hat dieses Gedicht geschrieben. Das ist, Herr Weiß, Sie sind 70 Jahre alt. genau diese, ist doch ein wackerer, aufrechter Mann, 70 Jahre ist also so lange nicht her. Das ist, hier sind wahrscheinlich eine ganze Menge im Saal, die auch ein paar Jährchen älter sind schon als 70, und wir kennen zumindest jede Menge Menschen, die älter sind als 70 Jahre. Heute, vor 70 Jahren, ging dieser Krieg zu Ende. Ich glaube, man darf sagen, dass aus Deutschland eine ganze Menge geworden ist, wo auch viele, viele gute Dinge, bei all den Missständen, die wir mit Sicherheit haben, Burkhard, du hast darüber gesprochen, erleben, aber dieses Land ist sicherlich auf diesen Trümmern zu einer guten Demokratie gewachsen. Das war nicht einfach. Und wie das damals war, da möchte ich sehr gerne mit meinen beiden nächsten Gästen drüber sprechen. Frau Schlicht und Herr Kadereit. Ich komme Ihnen entgegen, Frau Schlicht. Einfach durch. Darf ich Ihnen meine Hand anbieten? Gerne. Da Ihre Tochter da ist und meine Frau im Saal, weiß ich, das wird nicht gefährlich für uns beide. Ja, es fehlt das Geländer. Bitte schön. Danke. Mögen Sie sich hier hinsetzen? Ja. Herr Kadereit, ich nehme Sie auf die andere Seite, Sie bekommen das Mikro. Bitte schön. Danke. So, ich hocke mich in die Mitte, das wird jetzt sehr weich und sehr eng. Das sieht auch immer komisch aus, aber ich hoffe, wir vertragen uns. So, Sie können sich auch anlehnen, wenn Sie mögen. Wenn er mit den neuen Knien geht. Alles, ja. Okay. Alles läuft okay. Gut? Quietschen auch nicht? Nein. Das ist gut. Sie müssen das Mikro nach Möglichkeit in Richtung Mund halten, so nah wie möglich. An ist es? Ja. Ja. Alles klar. Nur wenn man uns hört, hilft das Ganze nämlich. Okay. Wo waren Sie am 8. Mai 1945? Ja, auf alle Fälle zu Hause, auf der Knusthöhe. Knusthöhe in Lennep? Oh, ja, auch in Lennep, genau. Ja, da war Ihr Elternhaus? Das war mein Elternhaus. 1939 ist der Neubau fertig geworden. Und ich habe 72 Jahre in diesem Haus gewohnt. Mhm. Und bin seit 6 Jahren nicht mehr auf der Knusthöhe. Waren Sie ausgebombt worden? Nein. Es hat 44, Silvester 44 ist eine Bombe auf der Knusthöhe runtergegangen. Wir waren... Bis 1953 waren wir die Letzten, das letzte Haus. 1953 ist dann unter uns gebaut worden und noch zwei andere Häuser. Und auf dem Haus Nummer 54, wo jetzt 54 ist, da ist die Bombe runtergegangen. Mhm. Das war also ein ganz schreckliches Erlebnis für mich. Der Peter Bucke kam oben von der Knusthöhe, also von Fischer, kam er und hat nur gerufen, alle in den Graben, wir haben Schlitten gefahren, wir Kinder sind gerodelt und alle in die Gräben, und damals war auch die rechte Seite der Knusthöhe noch nicht bebaut. Es war also da ein ziemlich hoher Hang. Wir haben uns da in den Graben geworfen und dann ging die Bombe runter und dann sind wir von Tieffliegern beschossen worden. Mhm. Mein Vater hat das von der Rewum, wo er gearbeitet hat, beobachtet und hat gesagt, die Bombe hat uns getroffen. Er ist dann mit dem Fahrrad gekommen
und hat dann gesehen, dass Mutter und Oma waren im Haus, es war alles kaputt, das Dach, die ganzen Scheiben waren kaputt. Und ich habe, nachdem dieser ganze Lehmschmutz runter war, man kann sich nicht vorstellen, das Umfeld ist alles braun, wenn so eine Bombe da runterkommt. Und bin nach Hause gelaufen, ich war natürlich fix und alle und habe dann meine kleine Schwester, ich bin nicht alleine betroffen, ich habe noch ein Schwesterchen gehabt von 10 Monaten, die hat im Kinderwagen gestanden, der über und über voll Splittern war, habe dieses Bündel da rausgerissen und bin über die Straße zum Nachbarn, wo ich mich immer am sichersten gefühlt habe. Da war der Keller, der war so mit ganz dicken Balken, war der abgesichert. Und das hat mir also irgendwo... Da waren wahrscheinlich auch noch mehr Nachbarn. Nämlich. Da waren mehrere Nachbarn, aber das hat meinen Eltern nie gefallen, weil der Vater und einige Nachbarn auf der anderen Seite, Ausgangs unseres Grundstücks, da ist damals ja so ein Graben ausgehoben worden. Und da konnte man auch rein, aber ich habe einfach schreckliche Angst gehabt. Das war also nur ein Loch mit einer Sitzfläche, man konnte sich da setzen, aber es war kein Licht und es war dunkel, es war schlimm. Das war Silvester 44? 44, 44. Genau. Da waren noch knapp 5 Monate Krieg. Wann kamen denn die Besatzungstruppen nach Remscheid? Wann war das? Das weiß ich nicht. Ich weiß einfach nur von diesem Tag, der einfach mein Leben verändert hat. Das war der 14. April, wo mein Vater den Auftrag hatte von, wie haben Sie genannt, ich habe es dann in dem Brief an Sie erwähnt, Volkssturmführer. Kann sein, ja. Volkssturmführer. Er hatte den Auftrag zu schauen, ob er irgendwo schon Feindberührung wahrnahm. An diesen Tag erinnere ich mich. Danach ist natürlich auch irgendwo, sind die Welten zusammengebrochen mit dem ganzen Leid. Und der Vati hat mich auf dem Fahrrad mitgenommen bis in die Albert-Schmidt-Allee. Ja, und dann bin ich zurück. Ich habe zu Hause natürlich mitbekommen, dass eine ganz gedrückte Stimmung war. Der Opa war absolut dagegen, dass sein Sohn diesen Auftrag erfüllte. Da hat es auch irgendwelche... Der war so eine Art Kundschafter dann in dem Augenblick, ja? Genau, genau. Und die Mutti hat ihn dann gebeten, er möchte doch zivil drunter ziehen, er war in Feldgrau. Das hat er verneint, er hat dann wohl nur die Unterwäsche gewechselt und ist dann los, hat mich mitgenommen bis in die Albert-Schmidt-Allee. Und ja, und dann haben, und die Mutti hat ihm im Oberbergischen eine Adresse hinterlassen, wenn er Gefahr witterte, dass er dann irgendwo da Zuflucht findet, wenn er nicht zurück kann. Und so haben wir natürlich, als der Vater nicht nach Hause kam, abends gehofft, dass er sich abgesetzt hat. Und am anderen Morgen weiß ich, dass ein fürchterlicher Lärm war und die Panzer kamen dann über die Knusthöhe. Ich würde sagen, amerikanische Panzer, so 5, 6 Panzer waren es, wo die jungen Soldaten dann drauf standen mit aufgepflanzten Gewehren. Das war schreckliche Szenen. Und ich bin wieder auf der anderen Seite. Darf ich mal fragen, war das für Sie zum ersten Mal, dass Sie jetzt nicht nur eben die Bomben erlebt haben, sondern auch tatsächlich Soldaten in der Stadt? Ja. Vorher waren deutsche Soldaten, waren ja keine da. Nein, das war der erste Kontakt mit Soldaten überhaupt. Jetzt habe ich Sie unterbrochen. Großer Lärm, Sie hatten die Panzer gesehen. Ja, und ich war wieder mal auf der anderen Straßenseite, als die kamen. Und dabei bei Wolf, es war eben die Familie Wolf, wo ich mich so sicher fühlte. Und ja, und dann wusste man eben, ja, das kann ich jetzt gar nicht so ganz genau sagen. Jedenfalls, es war alles so bedrückt, weil vom Vater keine Nachricht da war. Und so haben wir auch unten mit den Großeltern, Mutti, das Baby und ich, dann gewartet, bis dass es so gegen 5 Uhr dann schellte. Und dann ist der Opa raus und dann war eben dieser besagte Schrei, den ich auch in dem Brief an Sie erwähnt habe, den ich nie vergesse, wo er erfahren hat, dass sein einziger Sohn nicht mehr lebt. Was war denn passiert? Vati ist also dann die Raderstraße runtergefahren
und hat, wir haben Zeitzeugen, die unten an der Pumpstation, da haben diese drei Soldaten, diese amerikanischen Soldaten, haben da im Gebüsch gelegen und die haben gesehen, wie Vater gekommen ist, langsam mit dem Rad, und ist dann angerufen worden und hat dann auch gewendet und ist dann auch sofort erschossen worden und waren wohl drei Schüsse, das weiß ich nicht genau, das haben die Leute, die Zeitzeugen. Wer hat denn gerufen und wer hat geschossen? Die Amerikaner haben gerufen und die haben auch geschossen. Es waren drei Amerikaner, die da im Graben lagen. Einfach weil er imaginäre Linie über. Weil er nicht, ja, er hat sich nicht ergeben. Er hat, sie haben sehr wahrscheinlich gesehen, er flieht. Und das ist eben durch den Nachbarn oder einen Menschen dann in die Familie getragen worden? Genau, das waren Leute, da stehen zwei Häuser, die stehen so etwas höher oben. Die haben das beobachtet und haben das dann auch hinterher dann der Mutter und dem Opa dann berichtet. Und ja, und die Frau, die dann zu uns gekommen ist, die mit der Todesnachricht kam, das war eine Lebensgefährtin von einem Schwager meiner Mutter. Dieser Hugo Platte ist zu Fuß die Raderstraße runtergekommen und ist von diesen Soldaten angesprochen worden. Er möchte in den Keller gehen, es würde geschossen. Jetzt zu vermuten, dass man da schon, dass die schon gesehen haben, dass Vater da mit dem Rad sich näherte, das weiß man nicht. Jedenfalls hat er unmittelbar dann darauf diese Schüsse gehört und ist dann nach draußen und hat meinen Vater auf der Straße liegen sehen und hat ihn dann in den Graben gezogen und hat das dann wohl auch seiner Lebensgefährtin gesagt. Und am anderen Morgen hat er nachgeguckt und hat gesehen, der Soldat liegt da immer noch, hat ihn rumgedreht und nach Papieren gesucht, hat die Brieftasche meines Vaters und sieht dann das Bild meiner Mutter, seiner Schwägerin. Und war klar, auch wer es war. Und dann hat er gesagt, es war kein Kontakt da, dieser Hugo Platte war von der ältesten Schwester meiner Mutter geschieden. Ich habe ihn also auch nie kennengelernt. Und er hat dann zu seiner Lebensgefährtin gesagt, da kann ich nicht hin, das ist Verwandtschaft. Ja, und dann ging es dann drum, wir haben als das Haus damals... Das heißt, die Ungewissheit in der Familie, man wusste, ihr Vater liegt da und ist erschossen worden, genau. Aber sie konnten nicht zu ihm, sie konnten ihn auch nicht holen. Wie ist er da weggekommen? Dann ist der Opa und nachdem das Haus bezugsfertig war, 39, haben wir einen möblierten Herrn, hat es damals immer geheißen, mit reingenommen, den Herrn Stacher. Und dann musste denn der Herr Stacher und der Opa mit der Schubkarre den Papa von der Raderstraße holen. Das als Kind zu erleben, muss ganz schrecklich sein. Und das, Sie schildern das ja so, als wäre es gestern gewesen. Das empfindet man auch so. Also als ich mich damit beschäftigt habe, das ist wie so eine Zeitreise. Man hat das wieder so vor sich und ich bin auch schrecklich aufgeregt, weil das einen immer wieder mitnimmt. Sie waren Kind, Sie wissen heute, das waren amerikanische Soldaten, die haben auch geschossen. Was haben Sie damals und was denken Sie heute über die Amerikaner? Damals hatte man keine politische Meinung, man hatte Angst. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, auch diese jungen Menschen, ich habe sie alle als junge Männer in Erinnerung. Die Soldaten? Die Soldaten, die kamen auch. Hatten Sie später denn noch Berührung mit Amerikanern? Ja, das ist ein Tag oder zwei später gewesen, nachdem wir wussten, der Vater ist tot. Es mussten ja alle Haustüren offen sein. Und wir waren dann oben bei den Großeltern. Die Großeltern wohnten auf der ersten Etage. Und dann bollerte es die Treppen hoch, Holztreppenhaus. Und rein kamen dann, ich weiß noch nicht mal mehr, ob es ein Farbiger war. Es waren Soldaten. Es war ja auch kein Licht. Man hat bei Kerze gesessen. Also das habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß nur, dass die gemerkt haben, dass bei uns Schlimmes passiert sein musste. Es war unendliche Trauer, Tränen und die sahen dann dieses kleine Bündel von 10 Monaten und haben die meiner Schwester dann eine Dose Schokolade. Ich habe so eine rote Dose in Erinnerung. Ich habe Kaugummi gekriegt und
die haben dann auch gar nichts mehr gemacht. Das waren vielleicht 10 Minuten, ich kann es nicht sagen. Die sind auch wortlos wieder gegangen. Das heißt, so traurig das ist, da der Krieg für Sie war da zu Ende? Oder ist da noch irgendeine kriegerische Handlung gewesen? Das war zu Ende. Ich weiß, dass ich fürchterlich geweint habe, als die Mutter mit mir zur Totenhalle wollte. Das war ja unser altes Lennepper Krankenhaus. Da war ja auf der anderen Seite, wenn man der Eingang vom Krankenhaus war rechts und links war diese kleine Kapelle. Ob da auch mal Gottesdienst waren, das weiß ich gar nicht. Jedenfalls war das umfunktioniert als eine Leichenhalle. Und da war der Vati aufgebahrt. Und als die Mutti sagte, wir gehen, du kannst den Papa sehen. Ich war so ein richtiges Papaskind. Da hat die Angst auch alles überwunden. Ich weiß, dass das Flieger in der Luft waren und ich dann auch ganz, ganz, ganz ängstlich war. Und sie dann gesagt haben, du musst keine Angst mehr haben, der Krieg ist zu Ende. Das hat man so schnell nicht realisieren können. Dankeschön, Frau Schlicht. Herr Kadereit, Sie haben, wie alt waren Sie in dieser Zeit? Ich wurde gerade 10. Ein bisschen näher dran mit dem Mikro. Ich wurde gerade 10 Jahre alt. 10 Jahre alt. Wo waren Sie? Im Remscheider Norden, auf dem Erdeln, also zwischen Steinberg, Nüdelsalbach, Hasenkleff bin ich groß geworden. Mhm. Und da habe ich mich. Also oberhalb der Hardenbach quasi. So derzeit auch aufgehalten. Mhm. Haben Sie den ganzen Krieg in Remscheid erlebt? Nein, wir waren zwischendurch evakuiert, ein Vierteljahr etwa. Und zwar den Remscheider Angriff haben wir nicht mitbekommen. 43 war der. 43 mhm. im Juli. Aber danach waren Sie wieder in der Stadt und ja. Die Stadt war zerstört. Ja, und zwar, das ist eine Erinnerung, die ich jetzt noch habe, das habe ich also jetzt noch vor ein paar Tagen nochmal nacherlebt. Und zwar, wir kamen mit dem Münchner von Solingen und fuhren über die Scharberger Brücke, kurz vor der Münchner Brücke, und guckten rauf nach Remscheid. Und da kam die Erinnerung an damals, als wir aus der Evakuierung zurückkamen, da sah man nämlich das Profil der Stadt und den zerstörten Rathausturm. Abgeschnitten. Das war nach der Zeit jetzt in Erinnerung. Wie haben Sie als Kind die Stadt erlebt mitten im Krieg? Ich meine, Sie haben keine andere Art von Kindheit erlebt, aber was bedeutete das für Sie, in einer Stadt zu leben, die im Krieg war? Ja, wir mussten ja praktisch mit all dem leben. Das war uns ja alles aufgezwungen. Erstmal durch die Politik, dann durch die Verhältnisse und dann natürlich auch die Parole, wir gewinnen den Krieg. Aber das reflektieren Sie als Kind kriegt man das ja nur indirekt mit. Konnten Sie spielen? Hatten Sie noch Spielzeug? Hatten Sie Spielkameraden, mit denen Sie sich treffen konnten? Ja, das konnten wir. Wir hatten natürlich auch Schwierigkeiten, also zum Beispiel die Steinberger Schule war damals belegt mit Obdachlosen und mit Flüchtlingen. Ein bisschen tiefer, so. Und mit Flüchtlingen. Und deshalb hatten wir keinen Unterricht in den Klassen. Und da hat unsere Lehrerin dann organisiert Unterricht in privaten Wohnzimmern. Und dann mussten wir da mit dem Brikett hinmarschieren, um dann dort, damit die sich heizen können, da haben wir dann Unterricht gehabt. Und wenn wir dann nach Hause gingen, dann wurde es oftmals dramatisch, weil wir dann auf dem Weg dahin rechts durch die Kleingärten von dem Heidmannstraße Kleingartenanlagenplatz unten rüber guckten nach Lennep und da waren dann die Jagdbomber, die den Bahnhof bombardierten, also die gingen im Steilflug runter und mit fürchterlichem Lärm und dann wieder hoch und in beiden Phasen wurde dann einmal geschossen, einmal bombardiert und dann ging es darum, ob die Flieger dann anschließend dann nach Norden wegflogen oder ob sie zu uns kamen. Wenn sie zu uns kamen, wurde es gefährlich, dann mussten wir nämlich hinter den Hecken in Deckung gehen, unseren Bauch werfen und ins Gras und sehen, dass wir uns nicht bewegten, weil die auf alles schossen, was dann eben sich da unten bewegte. Hatten Sie Angst? Nein, das haben wir nicht. Das haben wir also irgendwie so weg. War das schon so eine Art Alltag? Das war fast Alltag, weil das ja dauernd war. Und nachts hatten wir dann den Lärm durch die Flieger. Es gab ja dann ständig Luftalarm, ne? Und dann musste in den Keller und den
da war dann eigentlich mehr Angst. Das war die Dunkelheit und dieses Geräusch der Flieger, dieses gleichmäßige Brummen, zwischendurch mal irgendwelche lauten Knalle. Da wussten wir dann nicht, haben sie jetzt am Bahnhof geschossen oder in Lüttenhausen am Buscherhof oben, haben versucht, einen runterzuholen. Also es wäre dann die Flak gewesen. Ja. Wäre die Flak gewesen in Remscheid. Oder was? Oder haben die irgendwo was abgeworfen? Das konnten wir dann im Keller nicht lokalisieren. Das war Angst, die mit wir wem, hatten. Mit wem waren Sie denn? War Ihr Vater im Krieg als Soldat? Oder? Mein Vater war eingezogen bei der Polizei. Und er war dann in der Regel nicht zu Hause, obwohl er viel Dienst hier in der Nähe machte. Er musste zum Beispiel mit einem Kollegen zusammen die Remscheider Talsperre bewachen. Und was war denn da wohl zu bewachen? Ja, dass die Sperrmauer nicht irgendwo mit Sabotage jetzt. Mit Sabotage. Gegen Bombardierung konnte man ja nur nichts machen. Nee, gegen Bombardierung nicht, aber immerhin, die mussten aufpassen, dass keiner sich da querstellte. Wenn Sie das so jetzt vergleichen mit dem, was wir normalerweise unter Familienleben verstehen, war das Familienleben? Gab es Normalität? Das Familienleben war normal, aber natürlich nicht an heutigen Verhältnissen gemessen normal. Wir hungerten und wir lebten in Enge. Damals waren ja dann schon die ersten Flüchtlinge da und dann. Woher kamen die? Die kamen zunächst mal aus Ostpreußen. Und dann wurde es insgesamt eng und viele Leute stellten dann Raum zur Verfügung. Man rückte einfach zusammen und das war das Erste. Das Zweite war natürlich dann der Hunger. Wir hatten nichts zu essen oder wenig zu essen. Und das war natürlich dann insofern das Ganze ein bisschen eingeschränkt. Aber es war so, nur mal um zu beschreiben, wenn wir irgendwo längs gingen und fanden irgendwo einen Ast unter einem Baum liegen, dann nahmen wir den mit. Wenn man da Brennholz hat. Machten wir zu Hause Brennholz raus. Das war also ganz selbstverständlich. Der Ast, der blieb da nicht liegen. Und das waren damals eben die Verhältnisse. Wo kriegten Sie denn oder Ihre Mutter beispielsweise das Essen her? Wurde da ein bisschen getauscht oder kannte jemand einen Bauern oder einer hatte einen Huhn oder sowas? Also praktisch um die Zeit, als die Amerikaner einmarschierten, das war etwas, was mir da eben eingefallen ist. Ja, das wäre dann Anfang 45 gewesen. Der 14. April war der Tag, als die Amerikaner nach Wermelskirchen kamen. Am nächsten Tag sind sie über den Struck und dann über Zentralpunkt und dann zu uns über der Hardenbacher Straße runter, wo da eine Panzersperre war, sind sie dann zu uns gekommen. Und das war dann der Schlusspunkt bei uns. Sie haben die amerikanischen Soldaten gesehen? Ja. Die sind ja auch bei uns im Haus gewesen. Und mein Vater, ich sagte ja, der war bei der Polizei, war an dem Tag dann nicht mehr zum Dienst gegangen. Der war zu Hause und hatte seine Uniform im Flur hängen. Und das war ja damals noch eine prekäre Sache. Die Polizei war zwangsweise in die SS integriert in Deutschland. Das war eine Maßnahme vom Schreibtisch. Und dann kriegten die alle ihr Blutgruppenzeichen unter den Arm. Und damit sah er aus wie ein SS-Mann. Wie einer, ja, genau. Waffen-SS, das wurde dann groß geschrieben. Und man hatte die Uniform der Hängen, hatte der Nachbar zu ihm gesagt, hör mal, komm, gib dir mir die Uniform, die vergrabe ich im Garten. Und mein Vater war aber von seiner Mentalität her so, dass er das nicht wollte. Das erschien ihm unkorrekt. Und er hat sich also hängen lassen, als die Amerikaner waren, musste die anziehen und dann musste er mitgehen. Und da habe ich Angst gehabt. Aber Ihr Vater hat es überlebt? Ja, der war also 13 Wochen auf den Rheinwiesen und hat da schwer Kilo gelassen und hat es eben überlebt, obwohl viele, viele dort gestorben sind. Und als mein Vater dann zurückkam, da war für mich dann der Krieg am Ende, nach den 13 Wochen. Als die Amerikaner da waren, dann, so hat es ja auch Frau Schicht gesagt, da war für Sie hier auch in Remscheid der Krieg zu Ende. Wann fing denn das Leben an, sich wieder so ein ganz klein bisschen zu normalisieren, dass Dinge wieder funktionierten, dass man ein bisschen angstfreier sein konnte? Das ging so ganz langsam und allmählich los. Also zwei Häuser weiter zum Beispiel, da war so ein Holzzaun und samstags mittags wurde da immer so eine amtliche Bekanntmachung
angebracht und da stand dann drauf, wie viel Kalorien es in der nächsten Woche zu essen gab. Mhm. Und da konnten wir dann... Sowas tauschen Leute heute auch wieder aus, aber aus anderen Gründen. Ja, genau. Und und was das Essen anging, Sie hatten ja eben gefragt, kurz vor, bevor die Amerikaner kamen, da hatten sie bei uns noch ein Pferd organisiert irgendwo. Das war irgendwie vom Militär gewesen und das wurde dann an einer Stelle unauffällig erschossen und dann unter den Nachbarn aufgeteilt. Das war dann also eine Methode, ne? Ja, war aber, ich meine, so viele Pferde gab es und das war dann was Besonderes. Das war toll, ja, das war Sauerbraten live, ne? Tja. Wenn Sie heute daran zurückdenken, an diese Zeit, Sie leben nach wie vor in dieser Stadt, mit welchen Gefühlen denken Sie daran zurück? Ist das weit weg? Ist es eigentlich immer noch präsent und gibt es Auslöser, die sich immer wieder an diese Sache denken lassen? Es hat ein Trauma bei mir gegeben und der Fliegeralarm. Und zwar diese Sirenen, die gab es ja in ganz Deutschland. Es gab 7 oder 9 Bereiche in Deutschland. Immer wenn aus dem Ausland fremde Flieger kamen, dann wurde in dem gesamten Gebiet wurde Alarm gegeben. Und dann wurden wir also nachts wach, das war meist, kam der Fliegeralarm. Das war dieses hohe Jaulen. Ja, genau. Ton. Genau. Und dann, wenn man also schlief und dann wach wurde, das war etwas, was mich dann verfolgt hat, ja, bis etwa in den 90er Jahren, weil ja hier auch die Feuerwehr früher noch mit den Sirenen alarmiert wurde. Die Freiwillige zumindest. Die Freiwillige, ja, genau. Das saß dann sehr tief, ne? Haben Sie über die Zeit, also haben Sie Kinder? Ja. Haben Sie mit den Kindern darüber gesprochen? War das ein Thema in Ihrer Familie? Wenig. Ganz wenig. Wollten Sie nicht, wurden Sie nicht gefragt oder war es Ihnen lieber, darüber nicht zu sprechen? Das ist schwer zu sagen. Ich weiß also zum Beispiel, mir ging es um die Frage, ob mein Vater zum Beispiel in der Partei war. Mhm. Und das war... Die Frage ist jetzt vor ein paar Jahren nochmal akut geworden. Da hatte der Olaf Henkel, der hatte so ein Buch geschrieben, da habe ich mit dem korrespondiert. Wir hatten nämlich einiges gemeinsam. Sein Vater war auch bei der Polizei. Henkel 5 Jahre jünger als ich. Und die waren in Hamburg und wir in Remscheid. Und Hamburg in Remscheid wurde am selben Tag, in derselben Nacht bombardiert. Mein Vater war da oben in Hamburg. Und dann haben wir also einige Informationen darüber ausgetauscht und dann kam aber auch die Frage nach dem, sein Vater war auch bei der Polizei und wir wussten beide nicht, das ist bei uns beiden nicht darüber gesprochen worden, ob denn die Väter letztlich in der Partei waren. Bei uns ist es nämlich so gewesen, in Nödelsalbach, darunter ein Mann, irgend so ein NSDAP, Funktionär, der kam also, wenn mein Vater zu Hause war, samstags Nachmittag und hat ihn immer bekniet. Der wollte immer, dass er in der Partei eintritt. Und bis kurz vor Schluss habe ich also dann mitgekriegt, dass es nicht war. Aber ob er denn in den letzten Wochen geworden ist, kann ich nicht sagen. Das war also etwas, was dann irgendwo so ein bisschen tabu war. Und wir haben also später auch nie darüber gesprochen. Wie war das bei Ihnen, Frau Schlicht? Wurde bei Ihnen, nehmen Sie das Mikrofon. Nein, also selbst meine Tochter hat gesagt, jetzt nachdem der Zeitungsartikel war, ich habe auch einiges davon nicht gewusst. Es ist nie drüber gesprochen worden. Und aus der heutigen Sicht ist das falsch gewesen? Falsch, auf alle Fälle. Hätte man mehr sprechen sollen? Auf alle Fälle. Aber es war überhaupt damals so gang und gäbe, dass nicht viel diskutiert wurde. Das, was heute, die Offenheit heute, mir tut vieles leid. Es ist so gelaufen, es ist in vielen Familien so gelaufen. Das kann man nicht ändern. Aber ich finde heute, wie man miteinander umgeht, die Offenheit, ich finde es einfach besser. Es ist leichter. Ich will einfach hier eine Zäsur machen. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden. Das waren sehr berührende Geschichten, die Sie erzählt haben, uns teilgenommen haben. Nicht die große Geschichte, sondern das Leben in Remscheid während des Krieges. Herzlichen Dank und Ihnen beiden alles, alles Gute. Danke. Danke. Blümchen gibt es auch noch. Danke. So. Vielen, vielen Dank, Herr Kartereit. Danke sehr. Ich komme auch mit Ihnen an der Treppe runter.
Jetzt, ja, muss ich Sie enttäuschen. Wir sprechen nur übers Essen. Ja, ich weiß. Aber es dürfte sich um eine der besten Stuben der Stadt handeln, denn dort kocht Ulrich Heldmann. Herr Heldmann. Hallo, einen schönen guten Abend. So, haben Sie eigentlich sowas wie ein Tagesgericht, mittags oder abends? Oder? Nein, also so ein Tagesgericht haben wir nicht, aber wir schreiben also die Karte, sagen wir mal, teilweise, also nicht die ganze Karte, aber teilweise jeden Tag die Gerichte, teilweise neu, dafür geht immer mal eins runter, eins rauf und so weiter. Das ist hauptsächlich im Bistro und im Restaurant ändern wir unsere Karte. Ich würde sagen, da kommen auch immer die Gerichte so alle. Ein, zwei Wochen geht ein Gericht runter und wir überlegen was Neues. Was ist das jetzt, das Jüngste, was dazugekommen ist? Das Jüngste, wir haben im Moment so ein, also die zwei Hauptgänge haben wir jetzt als erstes geändert. Und das ist im Moment so ein Lammrücken als Thema mit Artischocken. Mhm. Da haben wir einmal die Erdartischocken Topinambur und einmal die klassischen Artischocken, die man aus den grünen Blättern kennt. Aus dem einen haben wir den Püree gemacht, aus den Artischocken. Dann haben wir aus den Artischocken Chips gemacht. Dann gibt es den Lammrücken. Ist das so leicht frittiert? Oder? Genau. Mhm. Das Frittieren ist ja auch immer nicht so ganz einfach, weil wenn Sie Chips machen, frittieren Sie sie zu hart, also zu heiß. Mhm. Dann werden sie braun und sie sollen ja kross und fest werden, dass wir wirklich ein bisschen Knack haben. Das ist ja das Wichtige auch bei dieser Küche, ist ja so, im Mund etwas passiert. Also einmal Süße, Säure, Geschmack und einmal aber auch Knack. Weich und so weiter. Deswegen haben wir dann bei dem anderen eben auch den Topinambur, haben wir ein Püree rausgemacht, aus der Lammschulter ein Ragout und obendrauf nochmal Chips von den Schalen des Topinambur genommen. Und dann entwickelt sich so ein Gericht, was uns vorher natürlich erstmal, so ein Gericht entwickelt sich in so zwei Wochen Arbeit. Mhm. Das heißt, das ist jetzt im Restaurant, nicht im Bistro. Richtig. Und das, wenn ich diese verschiedenen Punkte so sehe, ist das so ein bisschen wie eine Komposition. Nicht wahr? Also so wie beim Orchester, da habe ich die Streicher und da habe ich die Bläser und sie bauen das dann so zusammen, dass es dann nachher auch eine anhörbare oder in dem Fall schmeckbare oder schmackhafte Komposition ergibt. Genau so ist es. Also man überlegt das eben, ich würde es eben mal auch bezeichnen, wenn wir jetzt im Bistro sind, dann machen sie einen schönen Püree und eine schöne Gemüsebeilage und ein schönes Stück Fisch, Fleisch oder wie auch immer oder leisten es ganz vegetarisch und geben das auf den Teller und richten das nett an. Das ist im Gourmet-Restaurant, eben im Heldmanns-Restaurant eben anders. Da versucht man das Ganze eben noch ein bisschen mehr alles auf den Punkt zu bringen. Es macht natürlich auch viel mehr Arbeit, natürlich auch viel mehr Spaß. Das muss man auch sagen. Es wird noch alles genauer gekocht, aber dadurch, dass das auch natürlich sehr durchdacht und überlegt wird und auch immer frisch gemacht werden muss, ist es mit sehr viel Arbeit verbunden und dadurch auch etwas teurer. Jetzt haben Sie mir mitten reingesprungen, das wollte ich auch so. Aber wann haben Sie sich entschieden, dass Sie kochen wollten? Das ist eine gute Frage. Meine Eltern, wie denn dazu ist, also man macht sich ja, jetzt bin ich ja mittlerweile schon Vater, der also Kinder hat, die eben in die Ausbildung gehen, haben aber auch beide schon gemacht. Und damals war es eben so, wo meine Eltern gesagt haben, was willst du denn jetzt eigentlich machen und so weiter. Und ja, ich habe dann erst eine Gärtnerpraktikum gemacht, war aber nicht irgendwie so, passte nicht so. Also ich hatte mich da auch nicht wohl gefühlt und so weiter. Ich war damals in der Hauptschule, da gab es immer so 3 Wochen Praktikum. Und ja, und dann gab es aber zu Hause, wir waren zu viert und jeder musste für den Haushalt was tun. Und ich habe dann gekocht und so weiter. Und dann haben meine Eltern mich gefragt, willst du nicht Koch werden? Ja, und dann ging das eben los. Damals habe ich noch in Wuppertal gewohnt und es fing damals an im Turmrestaurant Sparkasse in Hochhaus. Vielleicht kennt das noch einer, da habe ich angefangen. Gar nicht so schlecht, der Adresse. Nein, auf jeden Fall. Damals in Wuppertal, würde ich sagen, war das schon ein tolles Restaurant. Aber irgendwann, ich meine, Köche, ich will nicht sagen, gibt es wie Sand am Meer, aber es gibt ja nun viele Köche. Irgendwann muss sich doch der Herr Heldmann mal überlegt haben, ich will nicht nur Schnitzel braten und die Dose mit der Gulaschsuppe aufmachen, sondern es soll ein bisschen mehr sein. Wo hat das bei Ihnen Klick gemacht? Ja, das ist wirklich so. Ich war kurz davor, wo ich sogar gesagt habe, das mit dem Kochen, das gefällt mir eigentlich nicht. Genau, was wir jetzt so gesagt haben, Sie machen und tun, es geht hauptsächlich darum, Steaks, Schnitzel, sehr viel frittieren, sehr viel heiß machen, aber auch nicht mehr. Und
Das war nicht mein Ding. Ich hatte schon fast überlegt, ob ich ganz was anderes mache, ob man noch mehr ins Hotelmanagement reingeht oder sowas macht. Aber eigentlich wollte ich schon kochen. Und dann habe ich die Sendung gesehen, Essen wie Gott in Deutschland. Mhm. Das war ungefähr 1988 rum. Gab es nachher auch Kochbücher zu? Richtig, genau. Und da gab es zum Beispiel in Senden in Aberberg-Giebelhof. Mhm. Und er machte zum Beispiel in Grafenstein Apfelsuppe. Und er machte jetzt ähnlich auch schon, es fing schon an, es wird zwar heute alles noch intensiver zubereitet, aber es fing damals eben schon an, da machte die Apfelsuppe, dann machte er so Rotweinäpfelchen da rein, dann machte er Biskuit da rein. Also wissen Sie einfach auch schon, das sah einfach schön aus. Im Auge auch. Mhm. Und ich habe das gesehen und gedacht, bewirbst du dich direkt. Mhm. Und dann sind Sie da hingegangen? Da hingegangen, hat mich eingeladen und am nächsten Tag habe ich angefangen. Aha. Das ist im Münsterland, aber... Ja, es gibt es nicht mehr. Ach, gibt's aber es hat nicht, ich hoffe, nichts mit mir zu tun. Also den gibt es jetzt nicht mehr, und aber ist im Münsterland direkt in der Nähe von Münster. Ja, ich weiß, ich bin da genau gewesen auch. Richtig. Hatten wir uns sogar mal zur Studentenzeit erlaubt. Das war ganz, ganz was Besonderes. Genau. Wo sind hier, Sie haben gerade gesagt, also dieses Apfelsüppchen, das war schon ganz besonders, weil die Äpfel noch besonders zubereitet waren und Biskuit da rein und. Das heißt, sind das viele kleine Schritte, die aus einem alltäglichen Essen eine Komposition, wie eben geschildert, machen? Oder ist das ein sehr großer, sagen wir mal, ein intellektueller Vorgang, wo Sie lange, lange überlegen, oder ist das sehr viel Inspiration und Ausprobieren? Sehr viel Inspiration ausprobieren, vor allen Dingen eben auch mit der Zeit. Wenn man natürlich damit anfängt, wo ich 88 angefangen war, das unglaublich viel Arbeit. Das ist heute immer noch viel Arbeit, aber anders. Heute müssen sie das alles, damals mussten sie das ja alles, für mich war das nochmal eine zweite Lehre, mehr oder weniger, aber richtig, ein richtiges Studium nochmal. Und was aber auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und das hat auch dazu geführt, dass ich das eben auch weitergemacht habe. Deswegen bin ich ja jetzt auch hier. Und also es macht schon richtig Spaß, sich dann weiter reinzuversetzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, bei uns haben wir jetzt eben so ein Dessert mit Erdbeeren, was ich jetzt im Moment finde, also aus dem Rheinland und so kommen halt tolle Erdbeeren. Jetzt schon? Ja. Ist eigentlich noch ein bisschen früh. Ja, also man muss ja so sagen, die ersten fangen, die Erdbeerzeit ist Juni, ganz klar. Die jetzigen kommen aus dem Treibhaus. Aber sie sind schon, oder aus der Plane, und die sind schon sehr, sehr schön. Also damit, wir haben jetzt auch schon mal angefangen mit Erdbeeren. Und da machen wir einen Saft aus Erdbeeren, den wir mit etwas Chili, und da muss man wieder ganz genau aufpassen, wie viel man da reintut. Das ist ein bisschen, das ist hier unten, wenn das Räumen kratzt. Dann machen wir ein Tapioca dazu. Und dann bin ich... Tapioca ist Prinz Sago, kennt man bestimmt, wo man früher die rote Grütze mit abgezogen hat. Man kocht es aber nicht mehr so weiß, sondern nur kurz auf den Punkt. Und dann lässt man das in den Erdbeersaft ziehen, und dann schmecken die wie Erdbeeren. Also Erdbeer schon anders, aber eben halt, sie erinnern an Erdbeere. Das ist ja das Interessante beim Kochen und beim, vor allem für den Gast eben, dass man etwas isst und dann wird daran erinnert, ach ja, das ist das und so weiter. Das ist aber jetzt nicht der Dessert, oder? Das ist Dessert. Das ist schon Dessert. Aber man könnte mit den Erdbeeren auch was im Hauptgericht machen oder in der Vorspeise. Wir sind dabei schon, das wird das nächste Gericht werden, nach der Maispolade, die im Moment drauf steht, mit Kohlrabi. Das kommt als nächstes, werden wir was machen, den Maibock, der jetzt ja auch kommt. Und den wollen wir mit Erdbeeren, grünen Pfeffer machen und gebratenem Spargel. Wir sind da schon dabei, also am Ausprobieren. Das macht man kommt jetzt nicht hier auf D und dann sagt man, okay, tolle Idee, machen wir auf die Karte. Sondern das muss jetzt ein bisschen ausgefeilt werden. Aber dieser gebratene Spargel passt ja eben sehr gut zu dem Reh. Und dazu passt jetzt auch diese Erdbeeren. Wir machen jetzt nicht einfach eine Erdbeere oben drauf. Das wäre einfach, ja. Genau. Richtig. Deshalb fällt Ihnen das ein, wenn Sie abends fertig sind, nach allem, irgendwann gehen Sie ja auch mal schlafen, wenn die letzten Gäste weg sind und die Küche sauber, liegen Sie dann da und da fällt Ihnen da was ein, oder ist es eher doch, ja, kombiniere das mal mit dem? Vieles kommt da zusammen. Ich würde sagen, einmal, wir gehen auch ganz gerne essen, meine Frau und ich, man sieht was, dann man guckt sehr viel. Also man geht zu Kollegen? Genau. Und das ist das dann auch immer auf dem Niveau, wie Sie kochen, oder gehen Sie auch schon mal in einfachere Küchen? Genau, beides. Ich denke mal eher in einfache Küchen, dann vergleiche ich das immer auch mit unserem Bistro. Mhm. Ja? Und dann gehen wir aber auch schon mal in Köln, Düsseldorf und so weiter, Dortmund, Essen, wo wir auch schon mal essen gehen, wo man sich eben mit den Sternen... Deswegen heißt das ja so. Genau. Und auf jeden Fall... Das ist das eine, und dann bin ich leidenschaftlicher Läufer, also
Und da fällt mir dann auch schon mal so, wenn man so in diesem Trott ist, das läuft ja dann schon mal 10 oder 20 Kilometer und da geht man so in sich. Ich weiß ja, das ist so ähnlich wie Yoga und dann kommt man also auf die eine oder andere Idee, dann läuft man durch den Wald und dann kommt man da schon auf die eine oder andere Idee. Und jetzt kommt noch ganz wichtig dazu, ich mache das mit jemandem zusammen. Wenn ich den nicht hätte, wäre es auch schwierig. Also man braucht, also meine Frau macht das natürlich im Service und so weiter, das meine ich aber jetzt nicht, sondern mit dem Tobias Rochold sprechen wir uns jetzt ab, was gut passt und was ist. Und das ist der zweite Küchenchef neben mir. Und seitdem sind wir da noch einiges kreativer geworden. Weil bei mir ist es ja auch wichtig, dass der Umsatz läuft und das ist noch meine Aufgabe dabei. Und dann ist man schon manchmal leer oder so. Und deswegen jetzt mit ihm zusammen, seit 2 Jahren, finde ich, passt das. Sie ergänzen sich gut. Genau. Gibt es denn auch schon mal Sachen, die Sie sich ausdenken, vielleicht sogar Sie sich beide ausdenken und dann probieren Sie das, oh Gott, das geht ja gar nicht. Gibt es das auch? Aber wir probieren was aus, wir überlegen, könnte das sein und merken dann, es passt so nicht. Dann muss man nochmal dran ändern. Genau. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn wir eine Idee haben, dann überlegen wir da dran und dann fallen wir darauf rum und dann passt das vielleicht nicht so, wie wir es beim ersten Mal überlegt haben, aber dann sagen wir, okay, dann nicht so, dann so. Ah, ja. Und dann vielleicht nicht so. Deswegen, ich sag mal, es entwickelt sich ja wirklich über 2 Wochen. Also es dauert, also bis das Gericht dann wirklich so ist, wie wir es haben wollen, dauert es eben. Deswegen kommt öfters mal der, sagt, na, noch nicht, dann müssen wir noch was dran machen. Sie haben jetzt wie lange den Stern im Michelin? 15 Jahre. 15 Jahre schon? Das ist wirklich ein... ist lange. Und kennen Sie die Prüfer wirklich nicht oder wissen, ach, da kommt er wieder mit dem grünen Hut oder so? Nein, also in den 15 Jahren würde ich sagen, sind 2 Leute bis jetzt gekommen, wo ich dachte, die kannte ich dann irgendwo auch schon mal vorher. Also die haben eine ganze Menge Tester, sind ja auch alle, müssen ja auch alle gelernte Küchenmeister sein. Und was sie natürlich auch tun, also eine ganze Zeit lang kam schon mal auch einer alleine, dann hat man so seine Vermutungen, aber es ist ja schon mal so, dass jemand anders auch alleine kommt. Nicht jeder, der alleine essen geht, ist auch allein Michelin-Tester. Ja, wahrscheinlich. Und deswegen, man muss da ja ein bisschen vorsichtig sein, aber auf jeden Fall, meistens kamen sie alleine, aber schon mal eben halt auch zu zweit. Man kann sie also nicht erkennen. Oft ist schon mal jemand so, aber ich weiß nicht immer, aber oft, dass sie sich im Nachhinein sagen, nachdem sie bezahlt haben, sagen, noch ein paar Fragen haben. Ah, ja. Aber wirklich erst danach. Und wie wichtig ist der Stern für Sie? Also Prestige oder auch eine Umsatzfrage? Ich frage jetzt nicht nach Zahlen. Nee, wäre auch nicht schlimm. Ich würde es mal so sagen, für mich ist dieser Stern so ein bisschen, als wenn Sie jedes Jahr Fußballmeister, wenn nicht Weltmeister, Fußball, deutscher Meister werden. Das ist eine tolle Urkunde, eine tolle Auszeichnung. Wichtig ist, dass der Umsatz stimmt, also dafür unser ganzen Betrieb. Also wenn der bei dem ganzen Stern, da brauchen wir auch sehr viel Personal und so weiter. Wichtig ist drumherum, dass erstmal der Umsatz. Ihre Zutaten sind im Zweifel wahrscheinlich auch ein bisschen teurer als die in der Kneipe nebenan. Richtig, genau. Und das hört eben alles dazu. Und da, aber deswegen muss man erstmal gucken, dass das Basic steht, also dass man den Umsatz, dass man so viel Umsatz macht, dass die Mitarbeiter alle da sind. Und daraufhin ist natürlich eine tolle Auszeichnung, dass man es schaffen kann, diesen Stern dann zu jedes Jahr, man kocht im Prinzip jedes Jahr, muss man sich ihn neu verdienen. Und wäre es für Sie eine Herausforderung, auch auf den zweiten zu schielen? Wissen Sie, ich habe mir da noch nie, ich mache das nicht gerne, indem ich irgendwie sage, auch so einen zweiten Stern zu schielen, finde ich. Ich bin nicht in der Lage, Tester zu sein, möchte ich auch gar nicht. Ich möchte morgens aufstehen, ich möchte gern gut kochen, ich möchte gerne, mir soll es Spaß machen und das sehe ich auch mit dem Tobias Rochold auch so. Und dann sind andere dabei, die das bewerten sollen und nicht ich. Und es ist doof zu sagen, ich schiel darauf. Ich habe damals, als ich den ersten Stern, haben mich auch viele gefragt, ich sage, ich weiß es nicht, ich kenne nicht. Ich war dann stolz darauf, wo ich ihn gekriegt habe. Ich denke mal, wir sind im Moment in der Weise, wo wir nicht auf dem zweiten Stern sind, aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich das ausschließen, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich drauf schiele, weil grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass wir dieses die Basic schaffen. Mhm.
Ich lese häufig auch schon mal so die Kritiken in Zeitungen. In der FAZ schreibt ein Herr Dolase, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Dolase oder Dolase, weiß ich nicht. Ich glaube, Dolase wird er ausgesprochen. Dolase, ja. Und da muss ich mich manchmal anstrengen, dem zu folgen. Der ist schon fast ein Philosoph und auch seine Formulierung. Und dann, ich kann sie jetzt nicht genau zitieren, da denke ich manchmal, mein lieber Scholli, da musste ja eigentlich schon ein Professor sein, intellektuell über dem Topf schweben. Den kennen Sie ja wahrscheinlich auch. Was halten Sie von solchen Kritiken? Mir ist das, geht das zu weit. Also wie schon gesagt. Ach, Ihnen auch? Ja, viel. Ah, das ist gut. Also es muss gut schmecken und ja. Es muss auch, wissen Sie, was ich jetzt gesagt habe, die Idee muss da sein, aber ich muss das auch als Gast nachvollziehbar sein und ich muss auch in, wie schon gesagt, in Deutsch reden, wo ich sagen kann, schmeckt, schmeckt nicht. Und ich sag mal, es gibt natürlich auch bei uns schon mal eine Sache, wo wir sagen, wir haben ein Dessert mal gemacht, das hieß Herbstlaub. Und da haben wir so Blätter gemacht, getrocknet, also Dessert, ne? Getrocknet und dann haben wir so kross und dann haben wir so verschieden und unten. Richtige wir, Blätter? Ja, so Blätter aus Himbeeren, so. Aber aus Saft getrocknet und dann werden die auch so kross. Und dann, so, dann also sah dann wirklich aus wie so ein Herbstlaub. Okay, also gemacht, als wären es Blätter. Ja, okay. Genau, soll dann aussehen, sah aus wie so Herbstblätter. Mhm. Und unten drunter haben wir geräucherte Maronen gemacht. Das waren teilweise ein bisschen viel dann. Also die, wir stehen sie als Dessert, wenn sie dann das geräuchert, hat sich der eine oder andere schon ein bisschen erschreckt. Und dann musste man das auch ein bisschen abmildern. Mhm. Und ich fand, das war zwar, aber es hört eben auch zur, genau wie zur Kunst, auch mal dazu gehört, dass man ein bisschen mal Stiche setzt. Aber man darf es nicht übertreiben. Das ist eben wichtig. Und da geht es mir auch ein bisschen zu weit mit dem Übertreiben, auch mit den Ausdrücken. Also deswegen eben, schmeckt, schmeckt nicht, es kann jeder erkennen. Und das, aber es gibt ist das ja noch ganz andere Kriterien und die werden dann häufig so als die besten Köche Europas dargestellt. In, ich weiß nicht, wie der Koch in Frankreich hieß, der quasi alles atomisierte und dann nachher bekam man dann so einen Stickstoffwürfel und da war innen drin war dann ein Hauch von Taubenherz. Oder der Koch in Dänemark, der nimmt auch schon mal Tannennadeln und solche Geschichten. Also Tannennadeln haben wir jetzt auch was mitgemacht, das macht auch Sinn. Aber wir lesen das ja auch alles. Das ist ja mit Internet sind sie ja relativ schnell weit. Und es gibt eine ganz interessante Messe für uns. Das ist so Chefsache. Nee, Chefsache heißt es auch nicht. Aber ist auch egal. Also eine Messe, eine tolle. Die, und da kommen aus der ganzen Welt, es gibt ja diese Pellegrino-Ranking-Liste, kommen ungefähr, sagen wir mal, 20, die so einen Vortrag halten, also und die dann auch da mal ihre Gerichte erklären. Und das ist schon ganz interessant. Deswegen, da wird es auch, wenn man die dann hört, ist es auch gar nicht so albern. Das Problem ist immer dieses vorher, das ist schon manchmal wirklich albern. Ich muss jetzt natürlich auch dazu sagen, dieser Rezipi, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, aus Dänemark, Kopenhagen, dann stand im Feinschmecker, dass er rohe, also lebende Krebs auf den Teller tut. Das ist natürlich auch Quatsch. Ich würde ja auch keinen lebenden Krebs auf den Teller machen. Das geht dann auch ein bisschen zu weit und macht auch keinen Sinn und macht er auch nicht. Es wird auch dann viel dummes Zeug geredet. Mhm. Und das erfährt man aber bei diesen Messen auch und dann sieht man doch verschiedene Gerichte, die da ganz interessant sind. Auf der anderen Seite macht er dann auch viel mit Ameisensäure, die uns einfach noch zu weit geht. Ich muss natürlich von diesem Südamerikaner, da gibt es einen, er macht zum Beispiel Ananas und obendrauf schon so Ameise, die da durch den Wald läuft. So sieht bei mir Ananas das, aus, wenn sie vom Tisch runtergefallen sind. Kommen, das kommen die ja Ameisen alles, von selbst. Wenn man das anguckt, wenn ich jetzt in Südamerika wäre, würde ich das vielleicht essen, aber deswegen würde ich es nie kochen. Mhm. Also man muss sich hier, wir beschränken uns hier auf das, deswegen, das ist, geht alles viel zu, weit, regionale viel zu weit raus. Genau. Zum Beispiel Fleisch. Ich glaube, auf der Karte habe ich bei Ihnen gesehen, Filet oder was immer es war, vom Bergischen Ochsen. Richtig, also da hatten wir jetzt davor den Pfefferpotters, haben wir gemacht. Und da haben wir eben, ich kriege das Fleisch von einem Metzger hier aus dem, von dem Herrn Weber, von der Metzgerei Nolzen, genau. Dann bekomme ich das Fleisch. Er hat hier so ein paar Bauernhöfe, die sind zwar nicht aus dem Bergischen, die sind aus, mir geht es ja wirklich ums Regionale. Die sind da im Prinzip im Westfälischen, also Paderborn, Münster. Die Westfalen sind ja auch Menschen, wie wir eben gesehen deswegen, haben. Deswegen, ja. Mir geht es bei dem Regionalen ja mehr aus der Umgebung, dass es aus der Umgebung kommt. Mhm.
Ja, das geht mir nicht darum, ob es direkt vor der Haustür ist oder so, sondern es, dann schreibe ich nur trotzdem eben. Wäre auch doof auf der Brüderstraße. Genau. Fände ich auch, oder? Ja, und dann immer ein Stückchen mehr abschneiden, wenn Gäste kommen. Genau. Macht man ja auch nicht. Nee. Und da haben wir eben so einen Pfefferpotters gemacht, kam ja sogar aus dem Westfälischen, klassischen. Und daneben haben wir den, also was sind die Hauptzutaten, sind Kartoffeln, Gurken, Zwiebeln und eben Rind. Im Grunde was Deftiges. Genau. Mhm. Und das haben wir einmal auf diesen, auf so einem kleinen Töpfchen angerichtet, ganz klassisch. Und auf dem Teller haben wir dann, also Gurken, haben wir die Schalen entsaftet. Dann haben sie einen ganz grünen Saft. Da haben wir die Gurken klein geschnitten, die dort reingelegt. Dann werden die auch ganz grün. Mhm. Dann haben wir Senfkörner genommen, die dort reingetan. Dadurch kriegen sie ein bisschen Schärfe. Dann haben wir das Ganze eingekocht, dass sie gerade gar waren, als Ragout dazugelegt. Das waren die Gurken. Dann haben wir aus Zwiebeln den Püree gemacht. Dann haben wir Chips aus den Kartoffeln gemacht. Und aus den Zwiebeln und dann haben wir das Rinderfilet genommen, in die Mitte gelegt und noch Soße dazu getan. Mhm. Und so, das war die Entwicklung von diesem Gericht. Was haben wir uns vorher überlegt? Wie machen wir das? Das ist der klassische. Und haben wir zusammen. Ja, sehr. Das ist ja toll. Wenn Sie Freizeit haben, Sie haben ja eben gesagt, Sie gehen dann mit Ihrer Frau auch schon mal essen. Mhm. Können Sie das Professionelle ganz abstreifen? Können Sie einfach sagen, jetzt habe ich mal so Hunger auf so ein Schweinekotelett oder irgend sowas. Gibt es das bei Ihnen? Natürlich. Ich meine, das ist ja auch immer, würde mich wundern, wenn Sie nachher fragen, was ist mein Lieblingsgericht? Wird ja so oft, oft gefragt. Wissen Sie, man ist ja immer da, wo man sich befindet. Das geht mir genauso wahrscheinlich wie Ihnen. Befinden Sie sich, keine Ahnung, was, irgendwo im, ich sag mal, im Hotel am Strand, dann würden Sie vielleicht auch sagen, auch ein paar Austern wären ganz schön. Befinden Sie sich auf in Remscheid, vielleicht auf der Kirmes, wenn Sie sagen, jetzt, ich sag mal, vielleicht sogar Kirmes nicht, aber auf eine Gulaschsuppe wäre schön oder eine Erbsensuppe wäre schön oder eine Wurst wäre schön. Mhm. Also alles, gerade so eine Wurst auf dem Holzkohlegrill ist einfach was Leckeres, finde ich also auch toll. Mhm. Und je nachdem, wo man sich befindet und als Personalessen gibt es bei uns eben das Tagtägliche, ist eben eine ganz einfache, deftige, leckere Küche. Wunderbar. Sie sind der zweite Sternekoch hier auf dem Sofa. Und zwar saß in der ersten Folge in den 80er, 90er Jahren mal Günther Scherrer. Können Sie sich an den noch erinnern? Im ja. Victorian, ich glaube, der hatte am Ende sogar 3 Sterne mal bekommen. Das war so eine Zeit, da hatten Düsseldorf, da war der Schiffchen und ja. Herr Scherrer hatte das bekommen. Und der sagte auch, als Ausgleich zu der tollen Küche, hin und wieder mal sowas richtig Deftiges ist schon nicht schlecht. Auf jeden Fall. Wie man nach dem Backen dann auch gerne einen Hering hat. Oder so. Genau. Zu meinem 49. Geburtstag habe ich ein Brotzeit gemacht. Ich kannte das von meinen Eltern her. Und das ist eben also Abendessen, also Brot, Leberkäse eventuell. Da habe ich schon ein paar, gut, das ist dann auch ein bisschen doch wieder ausgearbeitet. Ich habe gesagt, Blutwurst habe ich dann, Leberwurst. Und also alle solche Sachen standen auf dem Tisch, wo ich das dann alles gesehen habe. Ich gedacht, ist jetzt kein armer, also es war jetzt nicht teuer, aber es war schon, der Tisch sah einfach schon schön aus, ja. Muss man sagen. Ja, spricht auch überhaupt nichts gegen. Genau. Wenn Sie jetzt so gar nicht auf die Preise von Zutaten gucken müssten, womit würden Sie gerne mal kochen? Gibt es so Sachen, wo Sie sagen können, das würde ich gerne mal machen, aber das kriege ich nie verkauft? Ich weiß gar nicht. Ich habe irgendwann mal, Weihnachten kann man ja immer mal etwas höher auch die Preise machen, also auf der Weihnachtskarte. Und da hatte ich dann dieses Wagyu-Rinderfilet drauf. Ah ja. Mhm. Und das hatte dann auch schon 80 Euro gekostet, habe es auch verkauft. Und habe mir dann gesagt, eigentlich bin ich mit meiner Philosophie, mit meinem Bergischen, ich habe diese Preisunterschiede, wissen Sie, haben Sie nicht so verstanden und nicht so geschmeckt und habe ich gedacht, ich kann dabei bleiben. Also ich kann, was ich jetzt schon mal toll finde, wäre eine Languste oder sowas. Und das ist schon manchmal so, wo man denkt, da kommt man jetzt vom Preis nicht schwer dran. Da würde ich jetzt mal sagen, das wäre vielleicht mal so ein Beispiel, weil wenn Sie die dann für 100 Euro kaufen oder 80 Euro, wie wollen Sie die verkaufen? Mhm. Man hat ja in der Gastronomie so ungefähr so eine Struktur, wenn Sie ein Produkt einkaufen, machen Sie es, also die Wareneinsatz ist so mal 3. Mhm. Genau, so dementsprechend müsste das weiterkalkulieren. Geht dann jetzt auch im Sternrestaurant nicht mehr. Genau. Ja, klar. Woher kommen eigentlich so die Gäste in Ihrem in Heldmanns Restaurant? Sind das viele Remscheider oder kommen die doch aus der ganzen Umgebung? Umgebung. Ja? Ne? Also wir leben deswegen, glaube ich, leben wir nicht groß von diesen Auszeichnungen, kaum. Wir leben also davon von Remscheid und Umgebung. Solingen, Wuppertal, Hückeswagen, Wermelskirchen, Rade vom Wald,
Also das, so, davon leben wir. Aber es gibt nicht so Sternejäger, die extra aus Bielefeld zum Beispiel kommen? Oder? Also davon können wir nicht leben. Aber gibt es schon mal, oder? Auf jeden Fall. Also ich sag mal, wir haben, ich sag mal, das sind vielleicht sogar, ja, die haben sie auch damit mehr. Also ich sag mal, 10% der Gäste oder vielleicht bin ich damit etwas hoch, sind eben die aus weiterem Herd, aus weiter herkommen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin, dass Sie Remscheid erhalten bleiben. Das ist ja auch, glaube ich, Ansporn für die anderen in der Stadt, wenn ein Sternekoch ein gutes Restaurant betreibt. Aber ich weiß ja, dass Sie auch mit anderen Köchen zusammen eine ganze Menge Aktionen und Aktivitäten in der Stadt entfalten, was wahrscheinlich auch dem Oberbürgermeister auch gefällt. Alle Bürger, die was machen, ist eine gute Sache. Danke, dass ich hier sein durfte. Herr Heldmann, herzlichen Dank. Alles Gute weiterhin und grüßen Sie Ihre Frau. Bis bald. Vielen Dank. Dankeschön. Glück gibt's auch. Dankeschön, Herr Heldmann. Alles Gute. Danke. Und jetzt machen wir es. Ja, gut, wunderbar. Jetzt machen wir es ein bisschen anders als beim letzten Mal. Aber die Musik ist auch so gut. Ich weiß sowieso, dass sie nicht gehen. Ich sage jetzt schon Tschüss. Ja, beim letzten Mal habe ich mir noch so eine Pause gegönnt und dann spielte die schöne Musik und alle waren weg. Das passiert mir einmal. Insofern, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich schon weiß, wann es bei uns wieder losgeht. Aber wir machen weiter, habe ich ja gesagt. Und wenn Sie Lust haben sollten, gucken Sie doch mal irgendwann August, September oder ich weiß nicht, wann die erste Ausgabe ist, kommt Kalny Talk wieder hier ins Stadttheater, wieder mit Gästen. Und hoffentlich gefällt es Ihnen dann auch noch, auch mit toller Musik. Ob wir es jedes Mal schaffen, so eine super Band zu kriegen, das weiß ich nicht. Denn das war schon was ganz, also kommen wir jetzt mal einmal ohne Musik. Ein super Applaus. Ich verrate ja kein Geheimnis, Ulf Pohlmeier ist ein Kollege von mir vom WDR, arbeitet bei 1Live. Und ich habe heute Qualitäten bei ihm kennengelernt. Ich sehe dich mit ganz anderen Augen, Ulf. Und insofern, das wird noch was mit uns, Horst. Ja, das wird noch was, das glaube ich auch. Also, herzlichen Dank, dass Sie hier waren heute Abend. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen jetzt, weil wir uns möglicherweise länger nicht sehen, einen tollen Sommer. Erholen Sie sich gut. Ich wünsche Ihnen, auch angelehnt an das Motto und das Datum des heutigen Tages, eine friedliche Zeit. Alles, alles gut. Schön, dass Sie da waren. Schauen Sie mal rein bei RS1 TV und bis bald. Vielen Dank.